Da ist weniger zu tun, gell? Alright. Die Folge heute wird präsentiert von Luke's Hard Seltzer. Was ist Hard Seltzer? Zuerst einmal bin ich mega happy, dass es das jetzt gibt in der Schweiz, weil ich habe das in den USA kennengelernt. Ich glaube 2017 habe ich das erste Mal gesehen und dann bin ich im 19 wieder gesehen und dort haben das alle getrunken. Also es ist wirklich so das Trendgetränk aus den USA. Vor allem so nach dem Arbeiten. Klassiker, es ist so ein bisschen für meine Meinung nach eine bessere Alternative zu Bier, weil ich persönlich, wird mir jetzt auch sehen in der heutigen Folge, falls man es schaut, ich bin kein großer Biertrinker. Ja? Nicht mein Ding. Alkopops, zu viel Zucker, drum Hard Seltzer. Weil was ist das? Das ist Mineralwasser mit Garalkohol. Und einen guten Geschmack. Also in dem Fall, Luke's hat vier verschiedene. Citrus Lime ist einer davon. Cherry, den habe ich sehr, sehr gern. Mango und Pink Grapefruit. Will, schmeckt gut, aber nicht ganz so süß. Und ja, auch noch bezahlkoholisch. Das ist ja immer gut. 5%, also tipptopp. Und Luke's Hard Seltzer ist der momentan grösste Vertreter in der Schweiz. Mit seinen vier Geschmacksrichtungen gibt es. Zum Beispiel im Denner, dort hole ich viel, im Spar und sonst noch ein paar Händler. Also unbedingt sich mal eins ziehen. Und weitere Infos gibt es auf Instagram, @LukesHardSeltzer, LukesHardSeltzer. Jetzt habe ich es noch ausbuchstabiert. Und weißt du, was geil ist? Oben tut es wieder irgendwie quietschen und krachen. Das ist ein kleiner Teaser auf die Folge, die jetzt kommt. Viel Spaß mit Folge Nummer 50, präsentiert von Luke's Hard Seltzer. Wir nehmen schon auf, oder? Ja, ja, es läuft. Ja. Läuft alles. Schön. Twitter. Also, Bild in Ordnung? Bild ist super. Ton? Ist Weltklasse. Oh. Aber das muss eigentlich auch nicht da. Ja, trifft sich. Was schwätzest du jetzt schon drin? Pardon? Fang an. Ja. Also, du hast mir alles vorher nicht gesagt. Ja, du kannst noch deine geilen Gags bringen. Was habe ich? Oh, ist jetzt volle Stunde. Ja. Frank, sensationell. Ja. Dann können wir anfangen. Bam! Yeah! Cheers! Hey. Cheers! Wow, oh, das ist aber zum Wohl. Akustische Highlights. Hey, danke, ja. Nee. Aber mit tun das. Nee. Der einzige Prolet mit dem kleinen Dosenbier. Ja. Okay. Ich wollte sagen, machst du den Satz noch fertig. Zur Sicherheit. 50. Folge. Feel Good Podcast. Geil. Ja. Und, hey, gratulieren. Danke. Ja. Ich habe schon ein bisschen einen drin. Weil ich habe schon mit dem Haus in diese Erfolg aufnehmen und wir haben ein bisschen Weisswein getrunken. Das ist doch schön. Ein bisschen Weisswein. Ja, bis jetzt haben wir nichts gemerkt. Nein, wirklich. Wie lange hast du gehabt mit ihm? Wie lange haben wir gehabt? Also, er hat eine Frage beantwortet und dann hat er gesagt, so, jetzt ist gut. Sind trotzdem 45 Minuten geworden. Ja, ja, der also, hat er interviewt. Das ist geil. Ich habe dann so gedacht, ich habe irgendwann gefunden, ist gut, können wir aufhören. Dann steht er aber an und labert eine halbe Stunde weiter. Und ich so denke, Alter, wieso haben wir nicht auf das Mikrofon laufen lassen? So alles Geile danach erzählt, gell? Ja, also er hat auch während dem Podcast geile Zeugs erzählt. Nein, es ist crazy. Weil wir haben ihn schon einmal gesehen, gell? Du hast sicher 100-mal interviewt. Ich habe ihn 100-mal interviewt. Er hat gleich nie gewusst, wer ich bin. Aber ich habe gemerkt, er macht schlaue Sachen. Er sagt, heute hat er die ganze Zeit gesagt, Hört sie zu. Er hat so gesagt, weißt du? Hört sie. Er hat doch noch Pause gemacht, den Spannungsaufbau. Genau. Und er hat mir ein Buch unterschrieben, aber er hat natürlich nicht gefragt, für was. Weißt du, und dann müsste man noch buchstabieren. Das ist mal viel zu anstrengend. Und er hat auch geschrieben, liebe Freunde, viel Spaß beim Lesen. Hallo Plural. Also hallo Freunde sogar. Aber das ist so geil. Hast du Buch von ihm geschrieben? Nein. Das ist schon Harry Potter. Einfach nur unterschrieben. Immer so ein random, The Secrets, liebe Freunde. Boah, es geht ein bisschen nach The Secret. Es heisst, ein bisschen Glück war auch dabei, oder irgendwie so. Aber hast du vorhin Biografie? Ja, aber sie hat ein paar geschrieben. Ja, natürlich. Ja. Okay. Ja, aber wenigstens steht es da drauf.
Ah, der Ghostwriter steht vorne drauf? Ja, beim okay. Barack Obama steht ja niemand drauf. Nein. Okay. Kennst du den Helmut Maria Glocker vom Blick? Natürlich. Das finde ich das Geilste, weil er hat immer auf seiner Webseite geschrieben, dass er Ghostwriter von dem und dem ist. I have to claim my shit. Sehr schön. Ich schreibe für. Und genau. Die haben alle bis jetzt nur selber geschrieben. Ja. Hast du etwas gelernt von ihm? Vom Haus? Ja. Ja. Ich meine, nach so einem, also nach, mit so viel Erfahrung. Kommt ja, er ist zu allen immer nett. Das heißt, ab jetzt machst du es auch so? Nein, aber weißt du, erzählt schon crazy Zeugs. Er erzählt irgendwie, meinte hätte, was hätte er, wie ist das gegangen? Er erzählt, ich erzähle jetzt nicht alles in deinem Podcast, ja. Weil man gerade auch oft los. Nochmal paraphrasieren. Back to back los ist so. Zuerst los ist der Haus, dann hörst du wieder schon halt betrunken. Zuerst ruht man mich durch, dass du nicht verstanden hast im Podcast. Genau, über der Haus ist schwarz. Nein, sondern er hat dem einen, der irgendwie, die haben immer alle Probleme. Ja. Der eine, der ein Problem hatte, dem hat er dann schnell 15.000 Stutz gegeben, gesagt, los, einer von seinen Mitarbeitern, geh in Ferien, macht eine schöne Ferien mit der Frau und so. Weil wenn er einen neuen angestellt hat, hat es 100.000 gekostet. Okay, ja, ist gut, du geschafft. Okay. Berechnende Grosszügigkeit. Ja, 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 okay. Nein, also... Ja, und okay. Wenn du Schurni bist, ist er natürlich perfekt, weil er überlegt ja nicht, bevor er etwas sagt. Das ist, nein, weil er haut einfach so, der haut so Meinungen raus. Ich habe mal so einen Bericht müssen machen, Popclub Zürichsee, irgendwie 50 Jahre Gala, und er war der grosse Stargast gewesen. Und yeah. Dann ist irgendwie, die Geschichte ist gewesen, dass er nur zwei Frauen hat im Popclub Zürichsee, und warum nicht mehr Frauen im Pop säßen und so, und hat er gemeint, ja, die Frauen haben ja nichts verloren im Bob, es ist gefährlich und so. Also ich will nie mit einer Frau im Bob sitzen, weil, was hat er gesagt? Irgendwie, das ist eine verdammte Gäcklerei. So. Oh, wow. Nein, würde ich also nie machen. Wow. Und haben einfach in der Post noch Macho Man drunter gezogen, dann hast du den Beitrag gehabt, das war geil. Ja, und logischerweise hast du den Beitrag auch noch irgendwie fünfmal sonst... Der Blick hat nachher noch Geschichte daraus gemacht und so, das ist perfekt. Dort gewälzt, oder? Weil Hausi sagt, er würde nie mit einer Frau im Bob sitzen. Jetzt ist dann Frauen im Bob für Hausi ein Flop. Das ist der Blick. Du kannst googeln, ist immer noch online. Ja, ja. Hast du gebracht? Nein, der Blick hat einfach selber noch irgendwas daraus gebastelt. Sag mal, was läuft da für Haussau? Ich habe gar nicht gerade gedacht, ich höre da Musik. Ich höre nicht. Ich glaube, oben hörst du es nicht. Das ist einfach ein Schritt. Trampeln oder etwas. Hey, ist die Langstrasse, Jungs. Das ist normal für Zürich. Das ist ganz normal. Schnell still. Achtung. Ich glaube, es ist Geschlechtsverkehr. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe Sex. Ja, es geht eine Minute, zwei. Komm. Du bist großzügig. Ja. Nein, wenn das Sex... Er hat den Rhythmus. Er hat den gleichen Rhythmus. Aber wenn das Sex wäre, würdest du zwischendurch gehen, wie lange geht's noch? Oder riss nicht so fest an meine Haare! Es klingt wie einer, der will, dass man das glaubt. Aber lass uns an dem Satz merkst, dass der Frank schwul ist. Das habe ich noch nie gehört. Was? Wie lange geht es noch? Nein, das habe ich natürlich auch noch nie. Das habe ich schon oft gefragt. Aber ich denke, er hat ein gutes Tempo. Also weißt du, gleichmäßig. Ja, er wird nicht langsamer. Also okay. Er hat wirklich, er hat das Ding. Ja, aber das ist roboterhaft. Da kannst du gerade eine Maschine anstellen. Nein, du musst ein bisschen mehr Gefühl. Hallo! Alles maschinell. Jetzt haben wir nie einen Podcast gehabt, wo Leute einfach oben drauf. Los, 50. Folge, muss ich sehen. Das Geile ist, dass das ja Teil vom Haus ist, wo irgendwie, man weiß nicht genau, es ist so ein halb besetztes Haus und so. Ja. Und ich glaube, zwei bis jetzt, Johnny Fisher und noch irgendjemand. Das heißt, auch für die ist dort und dort, oder? Und sie schauen nicht hier um eine Ecke mit dem Fenster, sondern sie gehen wirklich auch genau durch die Hausnummer. Und dann ist der Johnny Fisher ist bis ganz offen gelaufen und gesehen, dass sie irgendwie an so verlassenen Matratzen vorbeigelaufen und irgendjemand, der noch im Gang sagt: Hey, was war das? Ist nicht da vorne Crazy Horse oder sowas? Was? Crazy Horse ist da, bin ich vorher drauf vorbeigelaufen. Kann ich dir das sagen? Wie geschrieben? Ja, halt crazy. Verrückt. Mega Musik. Ja, aha, es ist Pferd, so ein okay. Strip. Ja, ja. Oh, jetzt aber. Der Wortspieler. Du, nochmal ein Glas Wissen und dann können wir die ganz miesen. Ich denke, die kennen das. Ist schon noch dran? Nein, aber stimmt da? Ja.
Hey, aber es quietscht immer wie mehr. Ja. Aber wieso gibt es keine anderen Geräusche? Das finde ich cool. Eben, das finde ich auch so. Ist sehr offensiv. Es gibt kein Tatschen. Das ist auch allein, ja? Ja. Aber das ist schon hart dran. Wahrscheinlich ist so etwas völlig Unschuldiges. Es ist irgendwie Gummistiefel am Putzen oder so auf dem Boden. Aber auf eine sehr sexuelle Art, finde ich. Ja. Nackt. Können wir die ersten 10, 15 Minuten von dem Podcast schneiden? Nein, das ist die ersten 10, 15 Minuten, dann wird alles geschnitten. Nein, also, ich finde das ein sehr, sehr ein guter Anfang. Ja. Ist live on tape, oder? Ja. Es wird sehr selten etwas geschnitten. Wir haben nicht einmal Christoph seine Handynummer rausgeschnitten, die er sie im Büssi gegeben hat. Wieso auch? Ja. Hat eh niemand angerufen? Ist eh nicht geheim, nein. So, ich hole noch Weisswein, willst du noch? Ja, sehr gerne. Ich müssen halt einfach weiter schwätzen. Wir haben kein Richtmic, wo wir vielleicht noch ein bisschen das verstärken können, damit wir so wie Leipziger haben. Ja, damit die Leute auch wissen, was da passiert. Warte jetzt. Jetzt hat er aufgehört. Ah, jetzt ist er fertig! Ah. Okay, Kinderkunde, aber gleicher Rhythmus, 2 Minuten lang durch. Ich kann schon noch mehr, ja. Ich könnte höchst... Bleib still! Jetzt können wir dann schauen, ob sie draussen vorbeiläuft. Das ist gut. Wenn die Sonne durchlaufen, glücklich ist. Warte schon. Okay. Achtung. Du musst ja noch ein bisschen für die Audio-Listener so noch etwas bieten. Oder? Wie heisst das, wo man einfach so ganz leislige Geräusche ins Mikrofon... ASMR. Ja. Aber weißt du, auf was es steht? Was? Müssen wir googlen. Audio Sensory... Weißt du, so irgendwie ein Schildkrott, wo du hörst, wie sie Salat, ein Plättchen frisst. Und dann sind sie extra näher zu uns haben. Gibt es aber auch Menschen, die dann so vorlesen? Ja, weißt du, wenn ich Geschenke einpacke, der CEO hat, also SSIO, der König vom Deutschrap, neben Farid Bang, hat auch so ein Ding gemacht, wo er einen Joint rollt. Aber du einfach gehörst ja, und so, Ist das einfach Teil vom Track oder ist der ganze Track? Nein, es ist wirklich so sein Ding, glaube ich. Sein Intro? Nein, ich weiß nicht, ich habe das nur am Rand mitbekommen. Ja, ich glaube, ich habe mal drauf geklickt. Was richtig geil ist, sind ASMR, wo noch eine Rolle vertreten wird. Zum Beispiel gibt es ASMR Perfect Boyfriend. Und da tönt dann wieder Charlie. Das ist ja, etwas anderes. Jetzt ist er wieder dran. Jetzt haben sie Position gewechselt. Vielleicht ist es Sport. Ah, meinst du, das ist ein Stepper? Irgendwie sowas. Aber es schließt ja das andere nicht aus. Ja, das stimmt. Nein, ASMR Perfect Boyfriend ist so. Da sagt dann noch Sachen, die man gerne hören würde von einem Perfect Boyfriend. Das ist wirklich wahr. Ja, der liegt dann so dort und sagt so: Hey, you look really great. Aber flüsternd. Ja, natürlich. Und dann sagt er zum Beispiel einmal so: You wanna go with me to the Pumpkin Museum? Pumpkin? Ich weiß auch nicht, irgendwo. Hast du das improvisiert? Ja. Aber Pumpkin, weißt du? Come on. Hey. Ich weiß, es ist nur unfair, auf so Improvisation rumzuhacken, aber genau das in Sinn kommt. Es ist ohne Scheiß beim Colbert, zeigen Sie es mal. Und ich glaube, es ist etwas gesehen mit Pumpkin, irgendwas. Vielleicht hast du auch gesehen, you wanna go have a pumpkin spice latte oder keine Ahnung. Aber die Linie zwischen Perfect Boyfriend und fucking Creep ist well dünn. Ja, mega dünn. Schmal. Ja, aber es ist dort wirklich sehr creepy. Ja. Logischerweise. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt. So. Das ist absolut klar. Und Leute lassen das im Bett, oder? Ja. Okay, zum sich gut fühlen. Also vielleicht auch im Tram oder so. Ich wüsste auch im Tram, ja. Ja, hast du noch nie jemanden gesehen, im Tram sich auf einmal anlängen? Nein, ich habe dich noch nie gesehen. Aus an der Langstrasse. Aber wir sind doch auch schon zusammen Tram gefahren. Egal. Ja, gut. Nachtbus ist grüßig. Such mal, Christoph, ASMR Perfect Boyfriend. Ich will das schon hören. Für Research Purposes, genau. Ja, weißt, nicht für private Zeit. Nein, aber darum sage ich auch immer, der Christoph soll es suchen. Genau, weißt, genau. Das ist ein simpler Lauf. Der ganze Bullshit ist dann nie bei mir drauf. Er kommt durch, Pop-Up-Werden. Und ihm gefällt sie ja noch. Sicher. Das wäre schlimm, wenn er einen Unfall hätte und dann schaust du mal seinen PC an. Also, okay. Das ist das Letzte, was er gelöst hat. Pumpkin Factory. Also zeig's uns nicht zu lang, sondern... Ein bisschen Leute mal. Concerned because I got your text and you were saying you were having trouble falling asleep, so
Okay, mach weg. Der Dude pult uns sicher noch von YouTube, wenn wir es zu lange schauen. Aber hast du gesehen? Eine mega schöne Geschichte. Er hat den Text gekriegt und kommt sofort. Ich muss das in meinen Alltag integrieren, Mann. Weil wer braucht nicht einen perfekten Boyfriend? Der sieht doch aus wie der Typ vom Easy Magazine. Du hast einfach mit einer anderen Frise. Was, das hätte ich? Mhm. So. Findest du? Ja, hat was. I called you. War das hätte ich dein perfekt Boyfriend, oder was? Das wäre 1920. Das wäre mega sexy, wenn du willst gehen essen und Leute würden so mit dir reden. Ja, voll. Nein. So, oder wenn... Grüezi wohl. Willkommen in Löwen. Also denk, willkommen in McDonalds. Gell, wenn so einer probiert, den Perfect Boyfriend zu sein und nachher du siehst, wie schlecht er in dem ist. Weißt du, so, hey, Schatz, hast du Geburtstag, wir gehen in Mac. Big Mac, Baby. Perfect Boyfriend in seinem Kopf. Genau. Genau. Es ist ein spezieller Tag. Hey Schatz, hat dir ein tolles Geschenk. Wir können go Monster Trucks schauen. Spuck's nicht aus, ey. Der Toro Loco ist dabei. Kennst du den Toro Loco? Nein. Ist einer von der, er und der Grave Digger, glaube ich, sind zwei sehr... Oh, er und der Grave Digger sind zwei sehr wichtige Protagonisten in dem Game. Einfach, dass sie es wissen. Ich habe zuerst verstanden, du Rocco. Da habe ich gedacht, okay, wie bist du jetzt auf den gekommen? Ah, okay, aber gut. Das wäre auch... Wir schauen einen Film mit dem Rocco. Wobei, ich muss sagen, wo der an der Ekstase gesehen ist, 90% Frauen, die angestanden sind, um ein Foto mit ihm machen. Und wirklich, du? Wo? Und du? Ja, ich habe die Foto von der Schlange gemacht. Nein. Von welcher? Nein, das ist sehr offensichtlich gesehen. Aber ich habe das Video gesehen mit der Schaukel, hat mir sehr gefallen. Der Liebesschaukel. Ja, das habe ich auch heute gesehen. Das war super. Das ist das einzige von etwa einem 7-Minuten Video, das ich gefunden habe, kann ich noch so halb. Und jetzt der Post. Das andere ist auf über 18-Jährige eingestuft, oder was? Nein, das andere ist einfach, es ist so weird zum Teilen. Ja, und es ist, also, man ist ja dann auch nicht mit seiner eigenen Leistung zufrieden. Und dann habe ich noch... schlechte Einspieler gemacht. Aber aber dafür bist du gern gesehener Gast an der Ekstasia. Ja, dort bin ich gesehen. Nein, es ist das klassische Ding von, ich habe in dem Moment natürlich das Gefühl, ich bin mega lustig. Und dann schaust du aber 10 Jahre später und findest so, okay, du bist eigentlich nicht so lustig. Und darum musst du ja auch nicht so viel davon zeigen. Es hat noch ein Gespräch gehabt, das hatte ich fast noch gepostet, mit einer, die als Klon verkleidet war. Weil das anscheinend sehr, auch, nein, das auch ein Fetisch ist. Ah ja, ich gerade gedacht, das wird wahrscheinlich auch irgendwas. Ja, das ist ein Fetisch. Mhm. Und dann hat sie zu allem anderen noch einen wunderbaren Ostschweizer Dialekt gehabt. Also die Kombi ist perfekt. Mein gesehen. Potenzial ist... Okay, wow. Das ist wirklich ein Fetisch, das habe ich nicht gesehen. Ich habe eine schöne Erfahrung. So, oh shit. Kannst du mir auch die Nase nachbeziehen? Lass chatteren. Und einer war so ein Gladiator. So. Aber kein Ostschweizer. Ich weiß nicht mehr. Nein, es war gleich im Zürcher. Also, aber das verstehe ich noch. Aber wie Klonfetisch, habe ich nicht gewusst, dass es... Gibt für alles was, ja. Geh mal auf Japan, du bist erstaunt, was es alles gibt. Es gibt sowas, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Es sind so Frauen, die in High Heels wie Godzilla durch so eine Modelllandschaft laufen und einfach die Häuser kaputt trampen. Okay, das ist richtig geil. Ja. Da bin ich dabei. Und dann ist es einfach so von unten nur gefilmt, weißt du, wie sie irgendwie... Aber schon, aber Leute finden das erregend. Ja. Ja, nein, ich habe im Fall auch gehört, dass es Männer gibt, die gebrauchte Unterwäsche von Frauen kaufen. Auch von Japan. Das habe ich auch gehört, ja. Nein, also bitte. Ich wüsste nicht, wo man so etwas macht. Ja. Eben Japan. Da gibt es ja aus dem Automat. Ja, voll. Ja, wirklich. Ja. Ah, sorry. Ja, erzähl mal. Was ich sehr schräg gefunden habe, ist wirklich, wo ich mal erfahren habe, dass sich erwachsene Männer als Babys so wickeln und ja, stimmt. Das finde ich recht, recht schräg. Das ist mega. Aber ich meine, was ist nicht schräg, was für ein Fetisch ist nicht schräg, wenn du ihn nicht hast? Also jeder Fetisch ist komisch. Ja, ja. Meine Mutter schafft im Altersheim, dort haben den Fetisch hure viel im Fall. Also mit wickeln lassen und keine ganze Sätze sprechen. Schneid das raus. Wäsche. Das ist ein Leben. So 32-Jährige nicht am Hängen. Ah, ich glaube, ich muss so gewickelt werden.
Es gibt auch, ich glaube, Virus hat es mir so, vom SRF Player hat es mir so weggenommen werden. Die haben irgendwie mal so eine LGBTQ-Fetisch, was weiß ich, Sendung gemacht. Die hat geheißen Kreuz Queer, nein, Queer, irgend so etwas. Und dort haben sie gezeigt, wie ein Fetisch ist, Puppy Play oder irgendwie so. Ah, als Hund verkleiden. Ja, was sich als Hund verkleiden. Aber ist ja auch bei Furry, oder nicht? Wahrscheinlich. Was auch immer das denn ist. Ja, ist, wenn du dich als so kuschelige Tier verkleidest und das halt irgendwie ein geiler findest. Ja, aber Puppy ist dann schon... Es ist schon voll spezifisch um Puppies. Ja, Puppies und weißt du, so sehr viel Lackleder. Und, ja, ja. Ah, okay. Und so komische Masken, die so genau. Hundemäßig aussehen. Und dann hast du halt auch... Crazy. Hundehalter. Mm. Und Hunde... Und ich, ja, ja. Hund, ja. Genau. Ich war vor 2 Jahren mal in Berlin und per Zufall war dort noch Leather Pride. Gewesen, und dann habe ich draussen... Per Zufall. Und dann habe ich im... per Zufall an der Ekstase. Ja, natürlich. Aber da war noch Kamera dabei. Gewesen. Ja, da bin ich umgekehrt. Und dann, es war so geil, bin ich in einem Restaurant gesessen für Russen und dann sind eben 2 so Lederfritzen neben mir abgesessen. Weißt du, so völlig in Leder. Und du denkst ja, also die haben dann ihre Maske abgezogen zum Essen und dann denkst, die reden jetzt sicher über irgendetwas mega Perverses. Und dann nein, so. Nee, und dann habe ich dort gesagt, also das geht gar nicht, die Nebenkostenabrechnung, das muss man mal jemand angucken und so. Es war so absurd, wenn erwachsene Menschen in so einem Lederoutfit ganz normale Konversationen haben. So, ja, ja, ja eben. So geil. Oh Mann, aber Japan würde ich gerne mal gehen. Einfach um das erleben, was ich gerne in Japan würde erleben, wäre die WCs, wo du kannst Musik abspielen. Ach, sie macht jedes WC dort? Also, ah, jedes WC, das finde also ich schon fast cool. Ja, sie haben, sie haben anscheinend, Japaner haben sie nicht gern, wenn du ins WC gehst und der Nachbar hört, was du am machen bist. Ja, logisch. Das heisst, wenn du reingehst, kannst, ja, kannst du deinen Soundtrack auswählen. So ASMR. Ja, also es ist einfach geil, wenn du anläufst, geht der Deckel von alleine hoch und dann fängt hinten schon an das Wasser plätschern, weil das tut ja schon Geräusche überdecken. Aha, zum Dings. Genau, und dann Brüllen ist vorgewärmt, was am Anfang hure komisch ist, weil bei uns ist ja, weißt du, wenn ein Brüller warm ist, heisst es, es ist gerade noch jemand drauf gesessen. Und dort ist aber jede so. Und dann, dann saugt es zum Beispiel Gerüche ab und spielt Musik, während du drauf sitzt. Und, aber ein wichtiger Teil von der Erfahrung geht so verloren, finde ich. Vor allem das mit dem Geruch, oder? Genau, das ist einfach authentisch. Das ist einfach nicht das Gleiche. So, du willst so den Bahnhof-WC-Erlebnis, wo du das so machst. Raststätte, solide Raststätte. Und ey, vor allem alle WCs sind mega super. Selbst im Bahnhof oder im Bus oder so, das ist krass. Aber es hat, also Soundtracks, kannst du wirklich alles, von Rock zu... Ja, Dubstep habe ich immer gehört. Ich habe gemeint, Dubstep hast du produziert. Der Drop. Nein, also die bei mir sind immer so klassische. Oder so Vogelgezwitscher, kannst du mir vorstellen. Das ist etwas, was ich gerne mit laufen lasse. So Nature Sounds. Hat Musik deinen Stuhlgang beeinflusst? Nicht wirklich, nein. Ja. Also bei mir würde es. Ich finde es schön, sind wir schon bei dem Thema. Es ist so schnell gegangen. Weil es, ist dein Soundtrack zur Defekation? Ich wüsste jetzt aber nicht, ich glaube, es hat sicher einen Einfluss. Also Dubstep wird sicher so irgendwie Spannungsaufbau und. Der Drop, ja. Während halt so Bossa Nova, Slide Jazz, Konstanz herbeiführen wird. Ja. Das stelle ich mir mal vor. Ja. Was, aber ich höre meistens Deutsch. Was ist mit Rammstein oder so? Ja, das habe ich auch gedacht. Weißt du, bevor das jetzt ist schon alles. Du! Dort wartest du gar nicht auf den Drop. Ja, ja, ist nur in und du! Oh. So ein Jesus. Was? Von der Erfahrung her, was ich nicht vermissen werde, ist, wo wir noch auf Stand-Up-Tour gesehen sind und dann spielst du an so einem kleinen Ort. Nein, wie zum Beispiel, im Käfigturm. Wow. Weißt du noch? Ja. Wo der eine Kollege, ja. Der Ben Dritt. schnell ein bisschen Meckes gegessen hat. Ja, also der war der Ben Dritt. Das habe ich nicht gesehen. Ja, natürlich. Bis auf die Bühne hat es gezogen. Ja, aber nicht im Käfigturm, sondern in so einem anderen Theater, im Thurgau irgendwo. Was? Wo wir wie so einen Backstage-Bereich gehabt, mit einem so einem WC-Häuschen, wo aber das quasi... Herrbruck. Das WC ist nicht separat, sondern es ist eigentlich nur so eine... Ein Häuschen im Raum. So eine Pappwand, wo einfach so ein bisschen knapp aufgezogen wird. Ja.
Aber ich habe also im Käfigturm habe ich es schlimmer gefunden. Nein, das ist krass gewesen. Dann passiert das öfters. Ja, logisch. Ja. Das muss ich irgendjemandem annehmen. Nein, du bist wirklich auf der Bühne, bist am Schwätzen und dann schmeckst du wirklich auf die Luft und denkst, was denken die Leute in der vordersten Reihe jetzt gerade? Dass du es bist, gell? Ja, klar. Die denken, es ist jemand anders aus der ersten Reihe. Ich weiß nicht. Es, also für mich damals hat sich angefühlt, als würde alles von hinten kommen. Ja, das meinst du immer. Ich meine, ich habe in einem Theater gespielt, wo der Techniker gekifft hat. Und auf der Bühne hast du das Gefühl, du stirbst jetzt dann. Oh, shit. Weil es oft so heftig schmeckt. Und es merkt es sonst niemand. Also was ist denn das für eine Techniker gewesen? Du kennst ihn. Ist der Teil von dieser Tour gewesen? Irgendwann einmal, ja. Ah. Ja, ja. Das tut es jetzt immerhin auf 20 Locations abgrenzen. Also okay. Darum geht es noch einigermaßen. Aber was noch geil ist, ist, auf dieser Tour haben wir angefangen, du bist nicht von Anfang an dabei gesehen. Ab der zweiten. Ab der zweiten. Charlie und ich haben angefangen. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich Charlie und ich haben plus minus gleichzeitig angefangen und die haben plus minus gleichzeitig angefangen. Mit Comedy? Ja. Ja. Ja gut, mit Soundtrack zum... stimmt das, wenn zum WC. Wenn ja. Wann haben wir angefangen mit Comedy? 2017, glaube ich, oder 2016. 2016. Du hast den Auftritt irgendwie einen Monat, zwei vor mir gehabt, ja. Den allerersten, glaube ich. Oh, genau. Dann hast du gefunden, was er hatte. Genau, wenn der Löli da oben lustig ist, dann kann ich das locken. Ah, die Zeit fliegt, Mann. Boah, ich eigentlich noch, es war Oktober, ich weiß noch, glaube 6. Oktober 2016. Ich bin im Juni. Ja, Juni der alte Hase. Ja, genau. Der alte. Oh, im Sommer sogar? Okay, das richtig. Ist das ja. Okay. Anmoderiert vom Guy Landolt. Okay. Wie ist dein erstes? Ich meine, wir haben es erst schon darüber, aber ich finde es immer sehr spannend. Ja. Das erste Mal Auftritt. Es war im Fall recht gut, aber weil ich mega viele Kollegen eingeladen habe, die mich gedreht haben. Genau. Und dann hat der Guy gesagt, von ihm werden wir sicher noch viel sehen. Und das hat er aber an dem Abend sicher dreimal gesehen. Wo ist das? Im Comedy House. Ja, im Comedy House. Natürlich. Okay. Ja. Geil. Und wie dir? Auch Comedy House. Auch? Ja, okay. Ja. Und der Dani hat gesagt, vielleicht hören wir noch etwas von ihm. Ja, ah, hat es bei dir schon der Dani moderiert? Natürlich, ja. Was erstens schon und zweitens, was heisst moderiert? Ja, eben, das ist... dass er überhaupt noch einen Satz gesagt hat nachher. Ja, ich bin dort einfach wirklich das allererste Mal gekommen und ich bin auch weißt du, dort ist gestanden, mindestens zwei Stunden vorher gekommen und so. Mhm. Ich bin dann dort wirklich wie so der Streber und kein Mensch der war natürlich. Ja, der Fleischkäse isst sich nicht von allein. Und Ei und Narobot. Ja, aber ich weiß nicht mehr, was alle haben. Ich finde das super geiles Essen. Aber vielleicht ist es auch, weil ich einfach auch so Sachen konsumiere, die vielleicht nicht mega aristokratisch sind. Wie dem auch sei, ich habe so Angst gehabt vor dem ersten Auftritt. Und wie ist es gegangen? Ja, gut eigentlich. Also ich habe etwa 7 Minuten gehabt. Etwa 5 Minuten sind die Sachen, die ich heute noch bringe. Wenig Neues geschrieben. Aber nachdem bin ich einfach voll süchtig gewesen. Also ich habe das Gefühl, die nächsten 3 Monate bin ich wie auf einem richtigen High gewesen und ich habe es huere geil gefunden und bin huere zufrieden gewesen. Okay. Und bis dann der erste Auftritt kam, abgekackt. Wie lange hat das angefangen? Ich weiß nicht, was der erste Auftritt war, wo ich wirklich, wirklich abgekackt habe, aber der hat ich dann schon wieder voll aber hast du ihn wollen aufhören? Nein, so weit war es nicht. Gewesen. Nein, du hast noch nie eine Show gehabt, die so schlimm war, dass du gesagt hast, ich will nie mehr. Nein, aber ich habe schon oft in Frage gestellt, so, hey, bringt es wirklich als Comedian dort und dort anzugehen? Weißt du? Okay, ja, muss schon, ich wirklich als Weihnachtsessen von so Firmen? Okay, ja, gut. Weil einfach niemand lacht. Ja. Gastronomie. Liebe Grüße an dieser Stelle. Bringt es wirklich in den Podcast zu kommen? Ich hab's schon verstanden. Genau. Tim, wo hast du mich angeführt? Muss ich das wirklich auf mich holen? Als Comedian. Guck mal, ich hänge mit lustigen Leuten, wenn ich Comedy mache. Und bei dir frage ich, nie müssen noch nie eine Show gehabt, wo du denkst, hey, scheiße. Hast du schon eine Show gehabt, wo du denkst, ja, ich mach weiter? Ja, nein, auch so mega schlechte, aber dann meistens ist es ja an mir gelegen. Okay. Nein, und teilweise. Und irgendwann hat er gesagt, er nennt es jetzt auf Solo. Genau. Richtig. Teilweise abgehackt wegen der sexuellen Orientierung in der Innerschweiz. Und die sind aber immer sehr gut bezahlt gewesen. Hast du gedacht, ja, das sind zwar alles homophobe Arschlöcher, aber ich habe 2.500 verdient, warum nicht? Ja. Do it for the money. Nein. Das war so ein absurder Abend, Mann.
Ja, wir haben so einen Abend gehabt, ja, wo wir das zweite Buch durchsehen. Sie sich nachher entschuldigen quasi nach meinem Auftritt. Also, aber wir haben jetzt nochmal einen und der ist sicher besser. Das ist jetzt nicht so gesagt, aber es hat so angetönt. Es ist nachher verdammt panisch zu mir gekommen und gesagt, was kommst du hin für? Ich bin nur ein Jugo, also, ihr kennt das. Ja, weißt, sie haben nicht gleichzeitig homophob und rassistisch. Sie hat sich fürs eine entschieden. Die ganze Energie war schon beim Frank draussen. Aber das muss schon mega schlimm sein, wenn du weißt, wo der ist. Und denkt so, und dann musst du noch, du bist das Zweite. Ja, ja. Ja, und vor allem wir noch müssen mit denen fressen nachher am Tisch. Das ist ja auch unangenehm. Vor allem hat sie noch so eine Moralpredigt gehalten nach dir. Über Toleranz und so. Genau. Was nein, auch sehr, und geil ist aber auch so einen ganzen Vetter, der irgendwie der Vorstand war von dem Club, der anscheinend mit so einer 30-jährigen Thailänderin verheiratet ist. Anscheinend er ist es, ja. Und dann immer so mein Kätzchen geredet hat und so. Das hat dann niemand gestört. Das ist völlig normal. Stimmt, Alter. No, what? Nein, das ist nur absurd. Oh, ich weiss nicht, Frank, er hat so gerissen. Die ersten vier Minuten. Ey, ja, wirklich. Ja, genau. Er hat auch ein geiles Crowdwork gemacht und so. Irgendwie hast du wirklich alle einbezogen. Nachher ist noch irgendwie draussen das Auto vorbeigekommen. Ich meine, noch ein Joke war irgendwie, dass du irgendwie etwas politisch... Also, ist einer von den Grünen. Weißt du, irgendwie so eine Punchline? Ja, genau. Und die haben sich kaputt gelacht. Und nachher so, ja, ich bin übrigens schwul. Dann ist nicht zu mir. Einfach fertig. Ja, nein, wirklich. Und es war dann auch schon Spaß, um zu sagen, ah, verarscht mich, Stimme! Ah, geiles Kleid! Männer, ihr habt es voll geglaubt. Das ist einfach der grosse Vorteil bei dir, wenn du sagst, du bist schwarz, ist niemand zu überrascht. Ja, we saw it coming. Ah, nein. Einer von den Schlimmsten, die ich glaube, war zu Basel. Aber nicht beim Joel. Nein, nicht beim Joel. Es war so eine Preisverleihung für Motorsport Schweiz oder irgend so etwas. Und dann komme ich an und nach zwei Stunden finde ich so, ja, jetzt gehst du auf und bringst die Leute zum Lachen. Und ich denke dann, du, sorry, bloß keine Pause. Genau so hat er es gemacht. Du willst rauskommen und sagen, bringst die Leute zum Lachen. Dann hast du mir auf die Schulter. Ich denke so, okay. Und dann frage ich ihn noch, ja, bist du sicher? Sagt er, ja. Ich war ja relativ neu. Ich sage, ich brauche jetzt keine Pause. Ich sage, nein, mach. Hey, ich bin dort aufgegangen. Und wenn ich meine, es war ruhig. Es hat ein Restaurant nebenan gehabt. Und ich habe den Kellner gehört, wie er mit den Leuten geredet hat. Also, weißt, so ruhig war es. Scheiße. Die eine Frau hat sich getraut zu lachen und alle haben sie angeschaut. Als wäre sie gestört, macht sie und alle so. Das, sogar ich habe runtergeschaut. So, hey. What are you doing? Ist das also in Basel in der Stadt gesehen oder so? Vielleicht nein. Münchenstein? Nein. Es ist im. Wieso? Ich frage, weil es entfernte Verwandtschaft. Geht zu einem Auftritt von mir, wo auch so mit Auto zu tun hat. Ah ja? Wo halt oft, es ist so klassisch irgendwie, was haben sie, Jahres, wie es auch immer nennt. Eben ja, so Jahresabschlusspreis. Ja, und dann, weißt, werden noch so ein paar Sachen durchgewunken, Präsident, Högli, weißt du, die Folie schon vorbereitet mit dem Högli. Ja, ja, ist wieder gewählt, das ist wieder gewählt, einfach so, dass halt der Verein irgendwie so ein bisschen die Traktante durchgehabt. Ja. Und die Leute können eigentlich... das Nächste? Lachen. Ja, und das geht irgendwie eine Stunde. Weißt du, irgendjemand von der Regierung schwätzt noch schnell und bla bla bla. Und die kommen alle nur für den Apéro Riche. Ja, und dann ist es wirklich so, somit ist der offizielle Teil der Sitzung beendet. War dann hörst, ja. Dann hörst du so, dann hörst du so. Alle, die langsam aufstehen, jetzt aber der Unterhaltungsteil. Und dann weißt du, so, irgendein, nicht einmal ein Pressetext, sondern irgendeine Kritik. Nein! Muss ich dann auch so zwei Sätze vorlesen. So. Er ist schon auf verschiedenen Bühnen der Schweiz und Deutschland aufgetreten. Nimmt kein Blatt vor den Mund. Ja, genau. Außer vielleicht, wenn es lustig sein soll. Und weißt du, irgend sowas. Und dann hat es so, da ist er. Und dann kommst du raus und es ist einfach. Dead silent für 20 Minuten. Oh, und ich finde so easy. Und dann bist du irgendwann fertig. Ah, genau, ich habe sogar Crowdwork probiert und eigentlich hätte mir nicht mal ihren Namen wollen sagen. Ja, ich habe keine. Ja, nein! Datenschutz! So, was? Wie ist Ihr Name? Nein! Ich habe eine, die sich nicht mal umgedreht hat. Weißt du, so am Tisch mit dem Russen zu mir gesessen? Das sind nur selber. Ja, so selber. Und dann ist das Geiste. Es war so ein Ehepaar, die einen Comedy cast. Und dann hat er gesagt: Letztes Jahr schon so ein scheiß Comedian da gehabt. Scheiß Dreck. Und das bin ich.
Essen war super gewesen, aber der Scheissdreck da. Das habe ich. Ich habe auch mal einen gehabt. Das ist schlimm. Vor allem bei diesen Dinner-Sachen hast du ja oft Leute, die sich einfach nicht umdrehen. Und ich habe auch mal einen gehabt. Und das ist in Baden gesehen. Und der hat wirklich einfach 20 Minuten. Und zwar zuvorderst. Einfach der erste Kopf, den ich sehe, ist auf der Umdrehte von so einer Halbglatze. Weißt du? Er hat sich einfach nie umdreht. Und es ist mir so peinlich gesehen, weil. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Die habe ich, glaube ich, mal erzählt. Weil ich bin so nervös geworden. Ich gehe auf die Bühne und dann sehe ich links von dem, sehe ich den fucking Emil. Und ich so. Ich kann es gut. Der Druck. Ja, ey. So, Scheiße, der Emil ist dort. Und ich so, weißt du, überhaupt mich nicht mehr konzentrieren. Probiert irgendwie mit Zeugs durchzuspielen. Denkst du, der andere dreht sich nicht um. Wie peinlich ist das denn so? Weißt du, schau nie. Und dann hat irgendwann so nach 10 Minuten merke ich, wie nochmal so. Ha! Und ich so, oh shit. Mit dir hat gelacht. Geil. Ja. Dann bin ich so weiter am Performen. Dann mache ich irgendwie meine 20 Minuten fertig. Und dann sehe ich es aus dem Augenwinkel, wenn er so am Klatschen ist. Und dann habe ich so gedacht, jetzt ist der Moment, weißt du, wenn ich so, so quasi den Augenkontakt suche, oder? Und auch mir wahrscheinlich so ein zustimmendes Nicken gibt, ja. Dann schaue ich, na, dann merke ich es gar nicht eben. Es ist auf irgendein alter Dude mit der grossen Nase. Aber ich habe 20 Minuten lang habe ich das Gefühl, kein Scheiße, ich spiele vor dem Emil. Aber shit, ich mega abperformt, weißt du, nur dank dem. So, mega geschwitzt, wie ein Idiot. Aber das passiert immer wieder. Ich weiss, einer ist im Bernhard-Theater, aber das war lustig. Wo der Dings da war. Ihr seht ja die Hände. Weißt du, wie heisst der? Der von The Bachelor. Lorenzo. Ah, der Lüttenegger? Ja. Er macht Lorenzo. Er hat Witze über ihn gemacht, über die Bühne, weißt du, und alle lachen sich zu tot. Und irgendwann schaut der Joel ab. Er hockt da ja hin! Ja, so geil. Oh shit. Ja, weil irgendwann wird es still und alle schauen rüber. Und danach merke ich, dass auch ein Publikum hockt. Und wie auf Zahlen. Shit. Weißt du noch, wir haben doch eine Show gehabt, die du moderiert hast, wo irgendwie alles sehr spät war und mich der Letzte war, der auftreten ist, irgendwie um halb eins oder ja, so. Ja, Dings! Dann hast du mir gesagt, oh, Alter, ich würde im Fall nicht mehr. Nein, komm, weißt du. Ich will ja schon. Nein, komm, musst nicht mehr. Nein. Das weiss ich noch, das ist schon in Bruck. Ja, ist in Bruck gewesen, oder? Da kommen irgendwie 1000 Comedians auf einmal. Ja, auf einmal. Und sind irgendwie 2 Stunden Programm wählen und die Hälfte im Saal sind irgendwie noch Welsche gewesen. Genau. Ja, eben, wo einfach geredet hat. Das war ein Tisch, aber die sind so lustig wie die Hälfte. Es ist wirklich, die haben einfach nur geschnurrt, während du das Zeug gemacht hast. Und mir ist im Parkplatz über reingefahren, vor der Show, weißt du, ins Auto. So mit der riesen scheiß Stimmung kommst du dann und. Sorry, Frank, ich unterbreche dich immer. Nein, mach gar nicht. Oh, ich mal ist er sich gewohnt von seinen Auftritten? Ja, ja. Ich habe mal den Moritz Leuberger in der ersten Reihe gehabt, an einer Vernissage, weil ein Kollege von mir doktoriert als Jurist. Mhm. Und dann hat er halt ein Buch rausgegeben, er und weitere. Und dann sind dort einfach Bundesrichter. Und der Leuberger ist halt auch also Jurist und Anwalt und alles. Und ich habe gedacht, weißt du, wirklich erste Reihe. Und ihr kennt ja so ein bisschen mein Zeug. Und ich habe dann auch einen Teil, wo ich halt die Jus-Sachen ein bisschen mit Pornofilmen verbinde und so. Yeah. Und ich habe gedacht, ey, der lacht eh nicht. Schau ihn an. Der hat nicht einmal gelacht, Alter. Bei jedem Witz ist einfach nur also einfach mich so angeschaut und ich so, gut, das wäre jetzt gewesen. Merci vielmals, ich bin gegangen, Alter. Ja, er ist so enttäuscht von mir. Ich habe nachher noch ein Selfie mit ihm gemacht, das muss ich nachher zeigen. Du siehst richtig, wie er den Arsch hat mit mir. Das ist forciert ist das Selfie, das ich habe. Das ist, glaube ich, eh nicht so der einfachste. Ich behaupte, wir bei Glanz und Gloria haben so das Ding, wo Teenies die Sendung gemacht haben, voll fresh. Und hat sich voll angeschlagen. Ich interviewen mit einem Handy und er ist voll ausgerascht. Die absolute Frechheit, dass jetzt da mit Kindern reden müssen, die mit einem Handy filmen und so, wo wir dann da sagen. Es war irgendwie so am Zürich Filmfestival. Es hat voll beschissen. Ja, recht hat er. Okay. Ja, vielleicht. Es gibt doch das Video von ihm, wo sie irgendwie eine Schaltung machen. Ja, TV3 noch. Gell? Er ist super genervt, weil irgendwie an dem Tag hat er schon 100'000 Interviews müssen geben oder irgendetwas. Ja, ja. Was ist der Grund gewesen? Ja, ich glaube, irgendwie, man hört ihn schon, aber er hört irgendwie sie nicht. Ah, mit dem Maria Rodriguez, das mit der Korrespondenz. So ein Scheiss, ein Scheissdreck. Was ist das denn? Oh, da. Hey, wir haben sogar 2, die es heute, heute googeln. Das Interview. Mürrisch. Ja, ja. So der Russe beim Comedy-Auftritt, genau so. Die Möglichkeit, per Satellitenleitung Fragen zu den Luftverkehrsverhandlungen mit Deutschland zu stellen. Was er nicht weiß, TV3 nimmt nicht nur die Antworten auf, sondern... Nimm das Bild weg, Christoph. Nimm das Bild weg.
und diese Passagen sind weitaus interessanter. Denn schon im ersten Interview mit dem Westschweizer Fernsehen kommt der Medienminister in Rage, weil ihm die Fragen des Journalisten gar nicht passen. Das ist doch ein Scheiß. Und jetzt soll ich da noch eine halbe Stunde Seichel lassen mit unvorbereiteten Journalisten. Heilig. Herr Kummers, das ist doch jetzt ein Scheiß, was du da machst. Okay, das ist gut. Aber wirklich. Na so, das bin ich. Ja, aber als Flaggeli. Aber von der Intonation erinnert mich an eine Veranstaltung. Das ist doch ein Scheiß, sonst. Okay, jetzt ist klar. Weißt du, wer du. Sorry, Leute. Wow. Ich bin so müde vom Lachen. Alter. Aber wegen Dings, wegen nicht Ansagen von wegen 12:30 so, ist jetzt eh egal. Das ist das Gegenteil von dem, was der Kiko bei mir gemacht hat im Long Street. Ist irgendjemand von euch dabei gewesen? Nein, du, oh, ich bist, habe glaub, sogar, du bist, glaube ich, sogar schon gegangen. Ich bin gegangen, wo nach einer draußen noch geprügelt worden ist. Nach Nein, fast. Ah, okay. Nur fast geprügelt worden. Long Street, Alter. Long Street, Mittwoch, normal. Scheiße. Schmiss Heroin. Das ist so geil gewesen, weil. Weil also ich glaube, ich erzähle euch kein Geheimnis, dass wahrscheinlich eher bekannt ist, dass der Hamza ab und zu ein bisschen länger macht, als mal angesagt worden ist, oder? Okay. Und, sagt man nicht, ne? Und dort ist so gesehen, dass alles schon viel länger gegangen ist. Und, es fängt auch schon sehr spät an, muss man auch sagen, und es hat 3 Pausen. Ja, ja. Früher hat es mal geheißen, vor dem 8 Jahren, dann hat es mal geheißen, ja, um 8:30. Und ich, wenn ich mal etwas will testen beim Longstreet, denke ich so, ja, kommst du am 20 ab 8, oder? Das ist einfach noch kein Sau dort. Du musst einfach aufstellen, gell? Niemals von, ja, niemals von den Veranstaltern, niemals von den Hosts, einfach niemals. Und dann so am 9 kommt mal der Kiko, ja, füll mal ab, Brudi. Jetzt so um 9:30 wird dann mal der Erste auf die Bühne geholt. Und dort ist dann eh alles noch länger gegangen und alle haben ganz viel zu erzählen gehabt und so. Und dann ist wirklich, ohne Scheiß, ich bin so 11 und ich will nur irgendwie ein paar Gags ausprobieren für das neue Programm. Und ich so, ey, Kiko, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich noch soll. Und so, da, nein, Brudi, ist im Fall voll easy. Schnurler, der Hamza und den bist du dran. Und ich so, okay, aber Hamza, und dann, nein, letztes Mal hat er voll kurz gemacht. Und ich so, alles klar. So, dann kommt der Hamza auf die Bühne, fährt mal an mit den Leuten schwätzen, so, wer ist von dort, weißt du, das Zeug, oder? Und so nach 15 Minuten sagt er, so, und jetzt erzähle ich euch mal Geschichte, wie ich ein Schaf gestohlen habe. Ah, aber das Video ist schon sehr lustig. Ja, das ist geil. Und in dem Moment kommt der Kiko so zu mir und sagt, also Brudi, mach's gut. Bis nächste Woche. Aber hast du die Schafgeschichte schon mal gesehen mit dem Einsatz vom Beamer? Ja, ja. Dann ist sie wirklich geil. Nein, ich das ist geil, er hat irgendwann bei der Open Mic hat er einfach Sachen bestellen. Ja, der Beamer. Ja. Das ist schon eskaliert. Bist du jetzt der Böse, dass du einen Beamer willst? Genau, das war ein Kommentar bei jemandem. Aber das Video ist schon genial. Nein, sorry, ich habe mich so zu tot gelacht ab dem Video. Einfach ein Schaf. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe das Foto einfach gesehen, wie sie mit dem Schaf im Cabrio fahren, oder? Ja, das nein, ist, nein, das ist schon mal geil. Jetzt tot. Ja. Wer klaut ein Schaf und leitet jetzt den weißt du es. Das ist mega geil. Vor allem, er hat es online, oder? Irgendwo, ja. Ja, ja, ja. So eine geile Geschichte, wo irgendwie am Nachbarn ist das Päckchen geklaut, ja, wurde und dann macht er so. So wie so ein Aufruf, dass der Dieb wieder so ein Päckchen zurückgeben soll. Und es kommt natürlich nicht zurück. Und macht einen Spendenaufruf und so. Nein, so mega aufblasen. Danach bist du wieder verdammt peinlich. Und dann so ein Altar eingerichtet im Steckenhaus für das Päckchen und so. So rest in peace. Ist das? Ist das? Ja, das ist einfach das Schaffen. Genau, das ist das im Auto. Sei sorry! Sorry, nein! Wo ich Geschichte so erzählt habe, das Schaf hat die ganze Zeit alles mitgemacht, bis dort, wo sie es wollen. Sie sind extra in die Garage vom Hotel gefahren, weil sie es in den Lift reinschieben, um ins Zimmer zu tun. Und ab dort hat es einen Lärm gemacht. Was haben sich die Leute gefragt, Mann? Hey, aber jetzt ist die Frage, was haben sie im Hotel mit dem Schaf? Ja, das ist wie so ein Hangover. So, ja. Weißt, man hat es einfach eine Stunde durch den Raum geschüttet. best case. ja, komm, noch zwei jetzt. Wieso nicht? Gibt es halt ein Wässerli? Ja. Ja, gern. Mit? Mit?
Nein, ohne. Ich nehme gerne ein Gläschen Wein. Aber... Ui. Habt ihr die gesehen, die das Lama geklaut hat? Aus dem Kinderzimmer? Aus dem... Was? Das ist der Krabbi? Nein, ich glaube, der Zirkus Knie war in Zürich. Das kannst du auch mal googeln, sonst, oder wenn es interessiert. Ein geklautes Lama oder so. Und sind auch sehr viele Selfies und so im Tram gemacht und so. Ich hoffe einfach immer, dass der Tier gut geht. Das ist ja. Ein bisschen, das ist hast du mal die Dinge gesehen, wo das Lama der Patty Bose voll ins Gesicht hineinspäust? Das ist so lustig. Sie ist dann irgendwie das Interview am machen und es lacht immer nach und dann rotzt er voll an den Kopf. Oh! Warum machen das Lamas überhaupt? Verteidigungsmechanismus, oder? Wahrscheinlich, ja. So. Vielleicht Status so Lama dominieren, weißt du? Spuck auf dich! Ach, Mann. Ey, aber, nein, ich bin richtig am Schwitzen von Lachen. Dass du selber auftritt, das ist ganz speziell gewesen, Mann. Du musst dir vorstellen, wir sind in Graubünden gewesen. Und es ist so ein Ding, also was der Frank erzählt wurde, der Sicherheit von umgedreht ist, oder? Ja. Und die Leute haben nicht gewusst, ob sie, die haben das Ticket gekauft und die haben nicht gewusst, ob sie als Unterhaltung einen Comedian bekommen, einen Jodler, eine Sängerin, was auch immer. Ja. So, okay. Und Comedians hat es eh nie gegeben. Okay. Also die haben das gar nicht gekannt, vor allem nicht Stand-up. Wenn schon, dann irgendetwas mit, weißt, ein bisschen Charakter und so, genau. Und da haben wir so abgehackt, beide. Also eben, das eine Jahr nichts gerissen und das nächste Jahr ist nachher der Frank angeschrieben worden, dass sie Comedians hassen, weil ich tätig war bin vorher. Ich bin noch Schrittsmann gegangen. Das ist sogar, nein, würde. Das Mal habe ich eben eine technische Verstärkung dabei gehabt. Das ist ja schon mal der größte Fehler, dass keine Box dabei genau. Und dann beim dritten Mal haben sie mir, es war ein Restaurant mit zwei separaten Räumen. Und dann haben sie gesagt, ja, ich soll halt einfach die gleiche Nummer, eine ist im Raum A und dann im Raum B. Aber die sind miteinander verbunden gewesen durch so einen Gang und sie haben Türen offen lassen. Und ich so, ja, nein, die haben jetzt alles gehört, ich kann jetzt nicht überlaufen, nochmal die gleiche Ding. Ja, machst halt dort etwas anderes und so. Und ich habe insgesamt etwa eine Stunde gespielt, weil halt immer hin und her gewechselt. Ach, was? Ja, aber es ist jedes Mal besser geworden. Es ist einfach, mit Stand-up könnte ich nicht so viel anfangen, aber ich habe dann irgendwelches anderes Zeug eingebaut, das haben sie geil gefunden. Du hast ja Panflöte mit. Ich kann so sagen, das ist sicher Panflöte. Die sich ja nicht hat wollen umdrehen, wo ich sie dann anblasen habe, mit der Panflöte. Ah, dann hat sie sogar gesagt, hat sie sogar müssen lachen. Okay, gut. Das einzige Mal, wo ich sie gehabt habe. Panflöte, das hat sie dass sie ihre Aufmerksamkeit hat. Ja, sich mit einem Nacken Panflöte spielt. Die Nase ist schnuff. Sie ist aber in Zeit der Fokohona. Ja. Jetzt müssen wir jetzt umdrehen. Ja. Aber das hatte ich nicht. Ich meine, du hast auch... Gitarre? Ich habe dort angefangen... seit dem Auftritt, wo wir alle, wir hunderte Comedians gsi sind und dort, wo die Welsch einfach nur geschnurrt haben. Was ist das? Das ist absurd. Der Kavi war auch dabei, der Garcia, ja, gell? Kavi, der Raffi, ich... Einfach die ganze Comedy-Szene. So ich nicht? Die ganze Comedy-Szene, wo du für 1000 Stutz zusammen dir leisten kannst. Ja, genau. Und der Charles. Sechs Comedians am einen oben. Das war richtig so ein Sieg im HR. Wie viele Comedians bekomme ich, wenn ich noch 100 Stutz drauflege? so Comedian-Roulette. Frank und der Sven. Genau. Kann ich noch mal 20 Minuten länger machen? Ich gebe noch 50 Rest. Der Jodler letztes Jahr. Der Zauberer letztes Jahr hat für weniger mehr gemacht. Der hat noch Ballon, die Ballon haben wir nicht extra müssen zahlen. Nein, aber bis jetzt bringst du den. Ja, dort habe ich gemerkt, weil dort hast du einfach ins Leere gemacht. Man. Du hast wirklich, der ganze Saal war schon so angeordnet, gewesen, dass es sehr schwierig war. Nein, gut, der Saal ist noch gegangen, ist schon einfach offen gewesen. Aber du hast gemerkt, so nach dem vierten Comedian. Nein, die haben zugelassen. Hört eh nicht mehr zu. Nicht mal ich habe zugelassen, auch aus Respekt. So, weil auch du bist müde irgendwann. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt mit einer Gitarre komme und irgendetwas einfach singe, ist auch weniger peinlich, wenn niemand zulässt. So, das war die einzige Überlegung gewesen. Und in Surselva habe ich dann gemerkt, irgendwie musst du halt... Ich meine, Schweiz ist nicht einfach nur ein Stand-up-Comedy-Traditionsland, was ich nicht erklären muss. Ja. Und dann ist auch ein Plan B, wenn es nicht klappt. Nein, ich, eben, leider nicht. Ich muss lernen, irgendetwas spielen oder so. Jonglieren? Machst du sowas? Aber schlecht. Was willst du genau spielen? Ich nehme ein Schlagzeugset führen, wenn jemand lacht. Ja, voll. Wenn du den Gottesdienst gemacht hast, das ist wie ein Instrument spielen. Ja. Kannst du nicht Beatboxen? Ja, genau. Nein, eben nicht. Oh, shit. Kannst du ein bisschen rappen? Aber auch könntest du als ob. Ja, du merken eh keinen Unterschied. Aha, einfach nebenan. Ja, so. Also, genau. Ich könnte höchstens Tetris könnte Beatboxen. Nein, du hast das kleine... Warte, ich habe also jahrelang nicht... In der Schule habe ich es gemacht. Ja, nein, es ist schlecht. Es ist so schlecht. Das ist so ein klassischer Pausenhof. Pausenhof Beatboxen. Hey, lass mal schnell, los. Ich kann es nicht, Okay, ja gut. Das ist so schlecht. Das ist schon mal gut. Ich habe viel weniger gemacht. Warte.
Ey, ist besser als diese, gell? Es ist besser als diese. Ich hab voll gewusst, wie reagieren. Nicht mehr einfach angeschaut. Du hast mir voll in die Augen geguckt. Ey, nur, dass du es wissen. Er macht das und schaut. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Für etwa 2 Sekunden habe ich das Gefühl, ich bin in Japan auf der Toilette. Das kannst du eh auch wählen. Nein, einerseits die Musik und andererseits... Hast du das Geräusch, wenn Game Over gewesen bist, wo so man so... Das kann ich nicht. Ich kann mir dir schon einen Applaus geben, für das, ja, was du gemacht hast. Ja, danke, mega, danke. Falls im Juni noch nichts vorhast in der Surselva, kann man sich verwirklichen in diversen Restaurants. Ich finde das als Klingelton. Ja. Aha, das ist einfach geil, so die Enttäuschung der Leute, wenn sie herausfinden, oh fuck, es ist Comedy. Ja, es ist wieder Comedy. Was hätte Arno Kamenisch können sein, der ein Buch vorliest, aber nein, wir nehmen so einen Wichser aus Zürich. Ja, es ist immer so, wir haben einen Überraschungsgast heute und alle denken, Stand-Up-Comedian. Ja. Hast du das schon gehabt, wo es irgendwie, ja, das hast du wahrscheinlich nicht, wo sie quasi sagen, du bist Überraschung und du musst dich verstecken, weil die Leute kennen dich, ja. Und dann sagst du, ich kenne keine Sau, ich kann noch durchlaufen. Aber weißt du, die haben ja viel für dich gezahlt, also musst du quasi mit. Ist so du, ja. Das wäre mir mega unangenehm, wenn die Leute schon wissen, dass ich da bin. Nein, weißt du, wie viele Mal Anis erlebt, wo sie das gesagt haben und dann stehe ich irgendwo und dann läuft jemand mehr vorbei und sagt sie, ich hätte gerne ein Glas Prosecco. Schatz, Weisswein? Ja, noch ein Glas Weisswein. Und ich denke, Alter. Das wäre gerne, wenn es einfach gebracht hat. Und dann sage ich zuerst das. Nein, und dann hast du den Auftritt, kommst runter und dann ist meistens so, nein, mein gemeint, dass sie auch arbeiten, weil sie sind auch in Anzug. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Das ist genau. Nicht, weil sie wie ein Ausländer aussehen. Nein, weil sie darstellen. Ich finde es aber, ich weiß nicht, wie die Leute unterschätzen, eine Macht von einer Ansage, huere krass, finde ich. Ja, mega. Also weißt du, wenn du scheiße angesagt wirst, also entweder zu gehypt und dann... Und dann ist so... Ja, oder es geht so, ich bin mal beim Militär auftreten, als doppelt untaugliche und irgendwo im Uri und nachher bin ich so angesagt, wo ich so, ja, Herren, wir haben eigentlich Steffi Berger wollen. Das Budget hat einfach gelangt für das Sven Ivanovic. Wirklich, So hat er es gesagt. Aber es war einer der geilsten Auftritte. Die haben nichts gehabt. Ich bin ihre Steffi Berger an dem Abend. Okay, ja. Ich konnte mit meinen Witzen sie voll aufmuntern und sie haben so wenig erwartet nach dieser Ansage. Das ist schon das Mindeste, was ein lustig ist. Sie haben sich kaputt gelacht und es ist super cool. Ich habe gemeint, nachdem sie gesagt hat, Steffi Berger. Ich dachte, ein fieser Diss, Mann. Habt ihr mal Dings gesehen? Der Robin Williams in Irak. Mm. Erst mal für Troops performen in Irak. Und kurz vor seinem Auftritt haben sie noch Stromausfall. Oh. Und dann macht er ohne Mikrofon, ohne Licht, macht er vor 1200 Leuten, macht er rein akustisch. Ohne Scheiß. Macht er ein Set. Und es ist so wirr, wie es auch geil ist. Im Sinne von, du merkst irgendwie, vielleicht hat er irgendeinen Plan, aber nicht groß. Weil am Anfang hast du das Gefühl, die ersten 10 Minuten improvisiert er nur. Und einfach, was ihm gerade in den Sinn kommt. Einfach ein Joke nach dem anderen. Irgendwie, jetzt mach ich noch das. Und irgendwie irgendeine Wasserflasche. Die brauche ich jetzt auch noch. Und es ist so krass, was so eine geile Stimmung. Könnt ihr ohne Mike? Also, das hast du mal gehört, ich bin mal an Geburt eingeladen worden von jemandem, den ich irgendwie so halb kenne. Und vor 12 Leuten musste ich A Cappella Comedy machen. Yeah. Was erstaunlicherweise nicht mega cool überkommen ist. Könnt ihr ohne Mikrofon Stand-up machen? Ich habe schon mega oft gemacht, aber ich finde es mühsam, rein schon wegen der Hand. Eben, zu viele Hände. Ja. Eine muss mit irgendwas beschäftigt sein. Ja, weil ich bin auch, ich bewege mich dann zu viel. Und wenn sagen wir, ein Fake-Mic hättest? Also, Deo-Dosen. Charles ist nur so da. Aber ich finde, es funktioniert nicht ohne Mikrofon. Also das, was Nein. ich mache. Ich finde, es gehört sich einfach. Ich muss den Leuten zum Teil erklären, es ist ja nur im Restaurant und so. Und dann sage ich, ja, aber es sind nur 40 Leute oder was auch immer. Und dann sage ich, ja, aber ich mache mega viel mit dem scheiß Mikrofon. Und mit so Ausschnaufen, also das ist schon wichtig. Das sind kleine Aspekte, das merkst du nicht. Ja? Aber es ist halt etwas anderes, wenn du auf der anderen stehst und irgendetwas erzählst. Ja, ja. Aber am 30. vom Baschi habe ich ohne Mikrofon das Baschi-Bit gemacht und bin auf den Stuhl gestanden. Ja.
Und das hat, dort hat es super funktioniert, weil es irgendwie nur 20 Leute sind und die hören dann und ich glaube, ein besseres Setting als am Basch ist im 30. Für die das Basch. Ja, und die hören genau für das zu. Ja, das voll, sind ja voll. Nur 10 Minuten oder so. Ja, weißt? Und dann ist wieder gut. Aber ich glaube, so ein ganzes Set, das 30, 40 Minuten geht, nein. Nein, es kommt noch schnell Robin Williams. Ich teilweise gerade auf YouTube wie so in eine Robin Williams Schleife rein. Weißt du, wo ich nachher alles schaue, wo ich irgendwie in Talkshows ist oder so. Er ist, so, er ist der perfekte Talkshow-Gast. Ja. So geil. Wieso? Ich habe noch nie ein Interview. Wirklich, er spielt irgendwie 30 Figuren, du stellst ihm eine Frage, er hört zwischendurch ins Publikum und so. Oh, okay. Dann lernt er sich noch irgendetwas ins Gesicht rein und es ist so lustig. Also er übernimmt Kontrolle vom ganzen Ding. Ja. Genau. Ah, und wenn er gut drauf ist, der Jim Carrey auch. Ja, der ist auch sensationell. Ja. Und Bill Burrs das Zeug finde ich geil. Wenn er so eingeladen ist, das habe ich auch sehr gerne. Er sitzt einfach dort. Aber, nur beim Conan. Ich finde nur beim Conan, weil der Conan ihn einfach machen lässt. Ja, ja. Der Conan sagt wirklich oft so, really? Why? Ja. Weißt du, nur so. Mehr und macht er nicht. Und bei anderen hast du dann zum Teil so, wir sind zu fest, irgendwie, wenn ein anderer Punkt noch irgendwie vorbringen, sagen, ja, bist du sicher? Man könnte ja auch das sagen und so. Ja, ja. Und dann kann er wissen, ich bitte nicht durchziehen. Weil, und beim Fallen ist er mal, und im Fallen ist es richtig unangenehm. Das merkst du dann auch, weil auch quasi, wenn ich will, dass in seiner Show so Sachen gesagt werden. Ja. Und dann probiert er eben auch so ein bisschen zu bremsen. So, nein, come on. Weißt du, du tust immer so ein bisschen abdrücken. Und das bringt dir dann gar nichts. Ja, das ist wirklich cool. Ja, okay. Ja, aber mit dem, der Andy ist doch noch beim Ding, beim Conan, oder? Yeah. Ja. Ja, er bringt halt schon auch noch einen geilen Sprich. So. Und darum, also. Ganz geil ist, wo der Bill Burr mal in so einer Morning-Show ist. Wieso? Wieso geht er überhaupt da? Keine Ahnung. Irgendwie, wahrscheinlich hätte er müssen, weil gewisse Clubs haben das ja vertraglich drin. Weißt? Mhm. Und dann musst du halt irgendwie noch schnell deine Show promoten. Und irgendwie, oder F is for Family, ich glaube, dort gesehen, Netflix. Es war nicht mal eine Show gesehen, wo er auftritt, sondern er hat einfach die Netflix-Show. Und dann hat es eine, es sind zwei, die moderieren, und sie sagt dann irgendwie so, a lot of people are upset about your jokes on religion. Und er so, what people? Und sie so, yeah, well, you know. Und er so, who says that? Weißt du, so, ah, das ist gut. Und sie so, well, I'm just saying, lala, und so. Und der lacht, ist einfach schnell still. Und dann sagt er, I'm just saying, some people think you went too far. Und dann ist still und dann sagt er, don't you think the Catholic Church went too far? Boom! Und du hörst irgendwelche Kameramänner hinten so. Und hier ist es mega unwohl. Und dann hat er gesagt, well, it's a morning show, you can't bring up all those crimes, but... Weißt du? Okay. Es muss super unangenehm sein, so ein Interview zu führen. Mega, aber ich finde es aber geil, weil er ist emotional, ist mega intelligent. Ja, dass er in dem Moment einfach so, du willst mich bullshitten, ich gehe jetzt drauf, aber er ist nachher dann trotzdem nett zu ihr und macht normales Interview weiter, aber er lässt sich einfach nicht gefallen in diesem Punkt, sozusagen. Yeah. Und für das musst du ihn mega bewundern. Ja, voll. Ist aber auch voll seine Marke. Also für ihn ist es ja nicht so ein grosses Opfer, mal so etwas Krasses zu bringen, als jetzt für die Morgenshow-Moderatorin, die dann ihre Anweisungen hat und so. Aber darum höre ich ihn auch. Also, aber er geht auch Mike Tyson Bullshit. Hast du bei Mike Tyson im Podcast gesehen? Oh, Podcast? Ja. Hat er einen Podcast, was, Mike Tyson hat den Podcast? Das ist krass. Wieso weiß ich das nicht? Ja. Ich will euch auch nicht. Also, come on. Das ist so geil. Stop it. Please stop. Gehen wir jetzt schauen, es ist so geil. Und zwar, der Mike Tyson frisst einfach, weiss nicht wie viel Pilzli, ist völlig am Trippen und schwätzt mit Leuten. Das ist der Podcast. Das ist das Konzept. Ich muss jetzt gehen. Und zwar wirklich einmal beim Bill Burr sagt er sogar so, I'm shrooming. Das ist völlig am Wegtrippen. Und probiert Bill Burr die ganze Zeit Zeugs zu vorgehen, wie wegen seiner Kindheit. Don't you think that, was irgendwie, your parents, whether. Und dann tut er auch ihn, tut er völlig auf Ansprache so, this is some therapy shit or what? Hat euch Spotify auch den Podcast vorgeschlagen vom Obama und dem Bruce Springsteen? Ja, voll. Urprominent, urgross. Born in the USA. Nein. Hast du gelost? Nein, warum nicht? Aha, okay. Es ist ein riesiges Überangebot. Und jetzt anscheinend der Harry kommt ja auch einen Podcast über bei Spotify. Welcher Harry? Prince Harry. Aha. Ja. Ah, ich meine, so rede ich über den Potter. Ist schon noch Prince.
Ich glaube, das bist du auf ewig, ne? Ich habe gemeint, er ist nicht. Er ist einfach von seinen Diensten abgetreten. Ja. Beste Leben. Was für Dienst? Ja, was hat er für royale Verpflichtungen? Ja, genau. Du musst an Charity-Events gehen, du musst irgendwelche Sachen machen. Es gibt du musst halt Reden Liste. Halten. Er Reden macht wie Comedian halten. Einfach nicht, dass er auftritt. Aber das ist nichts. Also, das ist wirklich nichts. So, ich tritt von meinen Pflichten weg. Eben, was? What? Kannst du einfach einmal im Monat raus? Repräsentationspflichten. Okay. Ja. Okay. Aha, so irgendwie schon mühsam, irgendwelche Bänder durch. Genau. Ja, genau, ja, genau. Aber er macht jetzt genau das Gleiche. Einfach muss er dann jetzt. Aber jetzt verdient er sein eigenes Cash. Ja, und jetzt ist er beim James Endletter Geld in der Show auf einem Doppeldeckerbus und fährt allein durch. Ich habe kurz gesehen, das Interview, nicht schlecht. Ja. Er wird doch nicht schlecht. Harry kommt glaube ich noch nie sein Dude. Ja. Seine Frau finde ich ein bisschen streng. Ich habe voll keine Meinung zu dem. Ja, streng. Einfach ihren Blick haben. Man muss nicht zu allem eine Meinung haben. No. Ich habe nur Dings geschaut, das habe ich großartig gefunden. Es hat so eine TV-Movie gegeben, wo sie geheiratet haben. TV-Movie? Ja, wo haben so richtig schlechte Schauspieler, wo mit sehr viel Vorstellungsvermögen und wenn du die Augen ganz fest zusammenkneifst, so ein bisschen ausgesehen wie die beiden. Mhm. Und das ist dann so voll die romantische Geschichte, wie sie sich kennenlernen und bla bla. Oh. Alles komplett erfunden. Sie haben auf, ja, sie haben auf den Liebesfilm gemacht mit geil. So den zwei Anhaltspunkten, die sie mal in einem Interview gesagt haben. Sie und dann haben sie das genau gehabt. Hey, ich hätte dir vielleicht jemanden. Möchtest du ihn nächste Woche treffen? Ihr könnt euch im Privatclub könnt ihr euch treffen und könnt dann Mittagessen. So, und dann hat sie so. Vielleicht ist es sogar ein Prinz. Weißt du, was? Fucking normal. Und sie haben dann am Anfang ein Schlachtsdate und dann so, also, hey, können wir das nochmal beginnen? Weißt du? Und nachher, wenn es alles von vorne wieder anfängt, hey, I'm Harry. Weißt du, oder so? Nach Huren. Sie weiß am Anfang auch gar nicht, wer er ist, oder? Doch, sie weiß es dann, glaubt so und findet so, ah, will ich da überhaupt treffen? Und ja. Was auch immer. Ja, weil ich glaube, als wenn du eine Prinzessin heiratest oder du einen Prinz heiratest, bekommst du auch die Pflichten. Also du musst auch das Zeug machen, das wird mir mega anschissen. Kommst du jetzt auch draussen? Ja. Nein, das wird mir mega anschissen. Ja. Ja, kommt drauf, was du vorher gemacht hast. Ja. Wenn du nichts zu tun hast. Gut, wenn du die dritte Nebenrolle gespielt hast, bist du zu. Oder Nachtbilder gemacht. Aber du hast die Sendung schon gedreht. Ein Bekannter von uns, ja. Wo er so redet. Ich war mal vor 30, 40 Jahren mit Royalty kurz zusammen gesehen. Ich glaube von Luxemburg oder von Liechtenstein oder irgend sowas. Nein, Liechtenstein ist ja der Fürst. Da gibt es nicht nur Prinzessinnen, oder? Wow, nein, ich weiß es nicht. Nein. Also, und dort ist dann auch ein bisschen zu viel geworden mit diesen riesen Anwesen und eben Verpflichtungen. Ja, eben. Das heißt, zu einer gewissen Zeit musst du am riesigen Tisch sitzen, weil dann kommen die Bediensteten, die dir irgendwie zum Morgen servieren und so. Ach, das ist nicht, ey. Nein, es ist mega mühsam. Ja, du hast kein Leben mehr. Alles wird für dich geregelt. Wenn du stehst, wenn du isst. Ich komme klar damit. Nein, ich weiß nicht. Als Comedian? Nein, ich weiß nicht. Ich also, wenn du nachher keine Sprüche darüber machen kannst. Ja, ja, okay, gut, ja. Okay, ja, ein Jahr, ja. So, du musst jetzt aufstehen. Ich habe gemeint, wie der Prinz, träge mich zum Tisch. So, nachdem du ein Jahr im Schloss warst, bist alle Uhren trainiert, ja. Weil sie dich überall angetragen haben. Kaufen mich. Aber das kannst du ja so machen. Du hast im Balz hast du dich von der Bühne tragen lassen. Ah ja, stimmt. Du hast schon so sehr exzessive Charaktereigenschaften. Er hat wirklich auch gesagt, hey, könnt ihr mich am Schluss von der Bühne tragen? Es hat so geil ausgesehen. So, I'm out! Und dann macht er so. Und dann gehe ich um. Wenn ich zum User trage. Voll geil. Dann bist du da vorgeritten. Ich sag, das ist geil. Dann hätte ich es machen, auf seinen Rücken drauf kommen. Weißt du, wenn du ein Ross hättest, Alter? Das habe ich immer gefragt. Weißt du, wie viele Sachen habe ich schon den Team gefragt, die wir machen können? Ich habe schon gefragt, darf ich mit einem Ross rein? Schon deine Entscheidung? Mit einem Töff? Ja, das heißt, der Team ist dann für die Schuld, oder? Ja, geil, ey, darf Team, ich mit der Gruppe von Stripper rein und ich gumpe einfach zwischen. Wieso nicht einfach alles? Das wäre. Strippen die Rösse? Ich finde, ein angekleidetes Ross wäre perverser irgendwie. Ein Ross mit Hosen. Aber ich würde so ein Ross und dann das Einhorn draufkleben. Ja, ja. Das ist noch geil aussehen. Oder absurd, wenn ein Ross so ein Hemd hat, aber so nichts unten. Ja. Weißt du, wie so Donald Duck, wo halt. Ja, das ist so, hat er nichts, wäre es weniger pervers, aber nur ein Shirt. Ist so. Nein, ich würde eigentlich sehr gerne wieder Prinz von Zamunda reinkommen. Ah, ja. Ist der Film noch geil?
Der neue? Habe ich nein, nein, ich, weißt, ich, sorry, ich unterbrich euch alle, ja, ich habe zu viel Kaffee gehabt. Ich habe den Film eben so mit irgendwie 11 Huren lustig gefunden. Ja. Aber ich meine, hey, das sind Nullerjahre gewesen, das ist crazy. Ja, gewesen. Ja, 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 weißt, ja. Und ich habe jetzt Jumanji nach sehr langer Zeit gesehen und ich habe gedacht, ja, okay, ist original. Prinz, ja, original. Ist der Zamunda immer noch geil? Prinz, das habe ich nicht so schlecht gefunden. Habe ich wirklich... Prinz von Zamunda schaue ich dreimal in der Woche. All drei, vier Tage, ja. Nein, was? All drei, vier Jahre. Wirklich? Und er verhebt immer noch von A bis Z. Wir können aber recht geil. Ja, so. Meine Lieblingsszene ist. Und das Geile ist, er ist aus 1988. Und ich habe vielleicht mit 6 oder so das erste Mal gesehen. Ja. Und bin dort verreckt. Und ja, verreckt jetzt immer noch. Ja. Zum Teil auf der anderen Sache. Das ist das klassische Altersding. Ja, ja. Ja, dann bist du älter und dann checkst du die kleinen Nuancen, die sie dann dazwischen. Klar, vor allem, wenn du mal auf Englisch und dann merkst, shit, du hast noch ein paar geile Jokes. Das ist ein ganz anderer Film, ja. Und was ich erst vor ein paar Jahren gecheckt habe, und zwar auch erst, nachdem es jemand mega deutlich in einem Interview gesagt hat, dass der Eddie Murphy dort etwas Bahnbrechendes gemacht hat, nämlich er hat ausschließlich, und das ist mir nie aufgefallen, er hat ausschließlich. Der Typ gespielt im Barbershop. Nein. Er hat ausschließlich Afroamerikaner im Film gehabt. Ja, genau. Also. Das kann ich wissen. Ja. Als kein einziger. Nein, ist selten. Ja, es gibt einen einzigen, der spielt er. Ja. Ja. Der ist der Black Panther gsi damals. Also weißt, Black Panther Movie ist auch so etwas gsi, wo sie gesagt haben, boah, aber Eddie Murphy hat zuerst gemacht. Was mir auch ist nach Jahren aufgefallen ist eben, dass er mehrere Charaktere gespielt hat. Wie eben der Typ in der Bar. Auch der Arsenio Hall, aber auch. Der Arsenio Hall hat auch mehrere gespielt? Das weiss ich gar nicht. Meine Lieblingsszene ist, wo sie alle die Blitzdates haben. Da hat es doch die eine, auf Englisch weiß ich nicht mehr, was sie sagt, auf Deutsch habe ich es halt schon 100 Mal gesehen. Das heißt, ich will dich vernaschen, du kleiner Schnullepaps. Und ist so eine Kirsi und dachte, und dein Freund auch. Und das ist der Senior Hall. Was? Ja, jetzt eine Hure Week. Hä, was? Und der Wiese spielt Eddie Murphy. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe nur gemeint, der Barbershop-Typ ist Eddie Murphy gewesen. Und, der Dings, der McDowells, das ist ja nicht der McDonalds, sondern der McDowells, ihres M ist ja breiter. Der McDowells überfällt, ist der fucking Samuel L. Jackson. Schon? Ja. Nein! Eigentlich ist seine erste Filmrolle, die er noch nicht bekommen hat. Ja, stimmt, das habe ich auch mal in so einem Mojo-Video gesehen oder so. Ja. Wow, lange. Ich habe gedacht, der ist so schlecht, der Räuber. Und der, der... Get the fuck up! Ja, das ist der fucking... Motherfuckers! Das ist Samuel Jackson. Das ist wirklich Samuel Jackson. Hat der Motherfuckers gesagt? Ja, hat er Motherfuckers gesagt. Sonst wär's nicht er. Ja. Und der, der Sexual Chocolate singt, das ist auch Eddie Murphy. Sexual Chocolate? Okay, du spoilst den ganzen Film. In den Dings, ja genau. Ah, ich habe nur einmal gesehen, ich kann so nein, präsent. Nein, du musst es schon vorhin nicht so schlecht. Okay. Und, nein, ist der zweite jetzt schon raus? Gibt's ja, die machen jetzt Werbung. Ja. Ich glaube, von Amazon. Aber ich glaube, Erwartungen sind da oben. Der Frank tut so, als hätte er noch nicht hart verkaufen müssen. Nein, ist ja, haben wir nicht im Angebot. Aber ist sicher gut. Sagt er dann, wenn er auf Blue Max ist? Zusammen mit irgendeinem Kracher von der J-Lo aus dem Jahr 2003. Das ist ein Schlangenfilm, in Anaconda oder so. Boah, das ist Kino gesehen. Anaconda? Ja. Hey, der macht einfach recht viel. Wenn im Nachhinein, der Owen Wilson macht das mit. Ja. Wirklich? Ja. Wie Anaconda ist im Kamin. Was? Ja. Hä? Ja, das war ja noch quasi seriöse Schauspieler. J-Lo, dann der Papa von der Angelina Jolie. Ja, John Voight. John Voight. Ja. Und nochmal irgendjemand, der das Gefühl hat, ah ja, fuck, der ist da dabei. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ein Film namens Anaconda auf einem Sender namens Blue Max kommt, dann erwarte ich jetzt etwas anderes. Ist das so? Hast du mal gesehen, den finde ich auch recht geil mit Wesley Snipes. Snakes on a Plane. Nein, das ist Samuel Jackson. Es ist so geil, weil der Titel erklärt schon den ganzen Film. Ja, eben. Aber das gibt es noch ein paar so Filme. Nein. Attack of the Killer Tomatoes. Mhm. Weißt du auch, was der Film wird? Stell dir vor, es ist einfach ein Rom-Com, wo einfach nichts mit Tomaten zu hat.
Nein, nein, mit Abstand der schlechteste Film für mich ist Samuel Jackson und LL Cool J und irgendwelche Leute, The Great White Shark oder... Die Blussi! Die Blussi! Oh mein Gott! Was? Nein, der ist nicht schlecht. Ich könnte retten und schwimmen. Das ist einer der ersten Filme, den ich auf DVD hatte. In dem Fall hast du nie High Alarm auf Mallorca geguckt. High Alarm auf Mallorca? Einer nach anderen. Ja, mit dem Ralf Möller. Hi, das Gute sind da drin. Hi, auf Mallorca ja. Ist richtig geil. Ja, natürlich. Ich muss aufs WC mit dem Thema. Habt ihr die Werbung gesehen mit dem Ralf Möller? Nein, welche? Er macht jetzt für veganes Zeugs Werbung. Nein, oder? Oh mein Gott. Werbung dürfen wir ja eh zeigen, oder? Da haben sie nichts dagegen. Such mal Ralf Möller Werbung für irgendeine Kaufdings. Kaufland, Kaufhof. EDK. Ja, okay. Ich liebe den Ralf Möller. Hey, die sind ohne Scheiß fucking funny. Ja? Mhm. Pulle und andere Produkte mit extra viel Protein gibt es jetzt bei Lidl. Und das zum günstigen Lidl-Preis. Yeah! Cut. Ralf, du solltest eigentlich nur diesen Satz sagen. Das Ganze danach, was war das? Ja, ich wollte dir mal was anbieten. Nee, wir machen es einfach nochmal. Bitte kein Shirt zerreißen und nicht gleich Meter schauen. Okay, let's do it! Gladiator. Ralf, was soll das denn? Ich wollte den Schutz zerreißen. Ja, aber du musst dann wieder den Satz sagen. Du sagst den Satz mit den Proteinprodukten, ohne Gladiator und ohne zu rauchen. Okay. Diesen High-Protein-Pulli gibt es jetzt zum günstigen Lidl-Preis. Hollywood! Oh, sorry, ich hab Gladiator vergessen. Lass uns noch eine machen! Okay, der nicht schlecht. Der versagt den auch nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Alle Typen drauf, Möller. Ja. Yeah. Vor allem, ich liebe, das sind ja halt alle die Geschichten. Schwarzenegger sowieso, aber Ralf Möller auch. Du merkst ja hier, das ist jetzt nicht der talentierteste die Schauspieler. Aber das weiß ich ja und auch. Eben, aber das Geile ist, irgendwie, die Leute haben bei so Sachen haben sie mega die Goodwill-Gedanken. Mhm. Von wegen, ja. Hey, da ist deutlich über seine Fähigkeiten hinausgekommen. Voll geil für ihn. Und das ist auch meine Hoffnung mit meiner Comedy. Ja. Hast du den Wendler-Spot gesehen, Regal? Nein. Ja, das war nicht schlecht. Also Regal? Der, ja. Nimm einfach, jetzt mal an. Er ja. Hat quasi seinen Egal-Song umtextet für Kaufhof. Und wie heißt das? Kaufland. Ja, eins von denen. Es gibt Inter- Galeria was? Kaufhof. Nein, und es gibt Kaufland. Schön. Kaufland. Ja. Ja. Und Dolly Parton hat einen von ihren grossen Hits jetzt Hey, cheers. Ah, umgesungen für umgesungen. Die Impfung? Ja. Ja, Vaccine. Ja, Vaccine, genau. Vaccine. Kennst du Dolly Parton? Ja. Hat sie nicht gerade ein Artikel über sie gesehen? Irgendwo... Es wird wahrscheinlich irgendjemand... Nein, bis irgendein Jubiläum, aber ich habe es nur überflogen, ja. Aber nein. Wahrscheinlich verwechselst du mit jemand anderem. Egal. Sie so, hat Dings, Dolly Parton Challenge hat sie ja... Sie hat irgendwie gute Leute, die sie vermarkten. Richtig. Sie hat einen eigenen Vergnügungspark. Wirklich? Dolly World. Ja. Wirklich? Ja, mit Achterbahn und allem. Nein. Geil. Ich tue einfach gerne so Zeugs lesen über Vergnügungsparks und sie hat einen eigenen. Irgendwo in wo ist sie? Südstaat? Oder wo ist sie her? Keine Ahnung. Halt irgendwo dort aus dem Kaff, wo sie kommt. Gibt es Dolly World. Alright. Ich kenne es schon gelernt. Was? Ich bin ein Fan von so Vergnügungssachen und im Aargau gibt es irgendwo das Shongiland, zumindest in den 90er Jahren hat es das gegeben. Es ist verdammt geil, so Velo fahren. So ein normales Zeug, weißt du. Du hast können essen. Wow, Velo. Ja. Nein, aber ich merke gerade mit was für wenigen Sachen. Rückblick an die Kuren zufrieden gewesen. Shongiland, weißt du, da hat es so geile Balken am Boden gehabt und danach hast du dort dürfen über die Strasse laufen. Und Autos müssen anhalten. Ja. Und die Eltern haben dich so gebracht und gesagt, okay Sveni, wir können nächste Woche dich wieder gehen. Und sie dich nicht verschlagen. Ja. Nein, es ist verdammt geil. Du konntest irgendwie auch so Geissel streicheln und so. Und es hat einen Funpark gegeben. Geh mal dort an, wenn du nichts zu haben. Genau, also ich bin noch nie gesehen, aber ich fahre immer drauf vorbei, der Naturpark Tal. Ja, das sagen wir auch nicht. Geht in Aarau? Ist das im Aargau? Ja, es ist ein Naturpark. Ach, in, ich aber es tut noch ein bisschen weniger Spass. Mit H. Sind Sie schon mal im Goniland gesehen? Ja, dort habe ich mich mal... Ja, egal. Das ist eine traurige Geschichte. Was? Nein, ich bin mal in einer Gumpiburg gewesen.
Und ich bin schon dort als Kind, bin ich einfach eben auch schon viel zu gross gewesen für alles, was für mein Alter eigentlich wäre. Und hast auch schon diesen Bart gehabt wie ja, jetzt? Ja, ich habe also, ein bisschen gestutzt gehabt, einfach damit ich einen Rabatt bekomme. Und ich bin nachher so eine, im Dings, in der Gumpiburg, hast du so eine Strickleiter gegeben und ich bin aufgeklettert, habe das Gleichgewicht verloren, bin umgekehrt und habe mich aber mit einem Fuß in der Strickleiter verfangen. Das heisst, ich bin wie so ein gefangenes Tier in so einem Comic, so Kopf voran baumelt. und es sind einfach alles Kinder um mich herum und ich bin in der Gumpiburg gewesen, Mann. Und ich habe das ganze Blut im Kopf. Ne? Und ich habe voll angefangen zu brüllen und es hat hure weh da, bis dann jemand gekommen ist und mit einem Messer das Ganze durchgeschnitten hat. Und ich wirklich wie so ein gefangenes Reh oder so ein Hase so runtergefallen bin. Und so, danke vielmals, danke. Dann bin ich rausgelaufen und da hat die Delfin-Show geschaut. Also. Oh. Ja, aber das ist richtig asozial, dass die anderen Kinder einfach weitergespielt haben. Ja, sie sind voll am Gumpen gewesen und ich kann brüllen. Weißt du? Ja. Ein Kollege von mir hat sich in der Gumpen das Bein gebrochen. Und zwar hast du doch, das sind okay, immer so, die Gumpiburg, so Hügel. Ja. Und das brichst. Bein ist zwischen zwei von diesen Hügeln und eins Kind ist draufgekommen und es ist quasi in die verkehrte Richtung durchgebrochen. Ah, wie alt ist dein Kollege? Ja, halt zwei. 32. 17, ja. Ich habe dort fast meinen Rücken gebrochen. In der Gumpiburg? Ja, ich bin von außen. Das sind die... Ein vierfaches Salto gemacht. Die Betten gewesen. Und du am Rand ist es so, du hast einen Ballen und in der Mitte ist es flach. Und dann habe ich gedacht, ich bin mega cool. Und dann renne ich Gump drauf und wollte über den ganz flachen Teil drüber gumpen, da landen und dann zurück. Ich bin gumpt und bin nicht weit genug gewesen. Das heisst, mein Kopf hat den Rand getroffen. So. Ah. Und mein Körper ist im flachen Teil, hat mein ganzer Rücken so bogen. Ah. Sind wir schon mal an einer Schaumparty gewesen und in den Schaum reingegumpelt, weil ihr das Gefühl hatten, der Schaum hebt euch. Wie besoffen bist du gewesen? Also ich bin nicht der Einzige gewesen. Diverse Leute haben sich einfach in den Schaum einfach geheilt. Einfach so! Auf dir gelandet dann. Ich habe gemeint, der Schaum macht eh nichts. Also ich habe nicht gecheckt, dass der Schaum eigentlich auch aus Wasser besteht. Und einfach mein Handy und alles ist einfach kaputt nach dem 18. Geburtstag. Ja. So ein Besoffenig. Leider nicht. Und ich habe sehr nüchtern die Entschlüsse. Weißt du, Flasche geilen lassen und du latschst in eine Scherbe hin oder so. Schaumparty. Schaumparty tönt im Gedanken mega geil, bis du mal an einer gesehen bist. Ich bin noch nie gesehen. Nicht? Aber du hast jetzt zwei grosse Fehler. Machst du bist jetzt im Aargau aufgewachsen. Wo ist denn Schaumparty? Überall. Ja, sexy, die sind doch auch an einer Schaumparty gewesen. Im Naturpark Thal. Nein. Aber das wäre ein geiles Konzept. Die Naturpark. Das Reh läuft durch den Schaum. Find den Frosch. Nein, aber bei Dings ist das immer gekommen. Bei Jung, Wild und Sexy ist im Aargau immer Schaumparty gewesen. Beim Cyril. Ah, da warst du A1? Was, beim Cyril? Wo die Pringles hat wollen anmachen. Ja, nein, eben nicht. Hat sie nicht Pringles geheißen? Haben die das geschaut? Danke, das ist die beste Sendung ever gesehen. Also das, und immer, wenn sie in Aargau geschnitten haben, ist der Martin Solveig gesungen gekommen. I just came to say hello. Und im Aargau ist die Schaumparty in vollem Gange. Und dann hat er... Dann sind mir die Blumen um den Hals gegangen. Ja. Mark! Ich liebe es einfach zu blasen. Was, wer sagt das? Das habe ich nicht gehört. Ja. Das ist ja die Uncut-Version. Nein! Oh, die grosse so! Blas, hast du mir leider geschafft? Sicher nicht, Alter! Ich muss das nachher gerade noch mal schauen. Ich habe immer gedacht, was sind das für Leute? Aber hast du das? Nein, ich habe nur geschaut, wo sie immer nach Ibiza oder so gegangen sind. Das ist die zweite Staffel. Ja, das habe ich nicht mehr, das genau. Ist nicht mehr real. Nein, das war Fremdschämen. Dann hat der Cyril, dann eben der, der gerne bloßt, hat dann seine Liebe gestanden und sie weist dann ab. Und dann geht er an die Bar und nimmt, das finde ich die geilsten Longdrinks. Einfach zum Beispiel in diesen Hartplastikbechern. Ah, die riesigen Lande, wo oben irgendwie noch Palmen raus schauen. Nein, sondern wirklich auf die Hartplastikbecher. Weißt du, kostet die Dinge. 30 Rappen, einfach zu einem Rohr, oder? Und dann geht das an die Bar und dann trinkt du. Das ist eh, glaube ich, 2-1. Dann bestellt er 4. Bestellt er 4 Wodka Red Bull. Und dann tut er auf den einen nach dem anderen. Da ist sie! Da ist sie! Jemals im Haar können wir befriedigen beim Sex. Ja, bei mir hat es noch nie geschafft. Dann machst du etwas falsch. Oh mein Gott. Bin ich die, die es falsch macht, oder sind es Männer? Beide. Also jetzt Oralbefriedigung hat er schon geschafft, aber wenn er Sex nicht. Ich hasse es, wenn der Mann die ganze Arbeit macht. Das ist schon so gern. What the?
Das ist so also gern. Kein Kommentar. Ja, da habe ich nie angetan. Ist du bei Spaß, ist okay? Ja, ich weiß es nicht, ich mache es einfach sehr gerne. Es ist der Gesichtsausdruck. Ja, logisch. Blas ist meine Leidenschaft, ja. Ist gut. Ja, hey, hey. Ja, du siehst ja die Älteren so, das ist... Ja, aber zuerst mal muss man sagen, hey, wenn sie das gerne macht, wenn das er oder sie gerne macht, hey. You do you, baby. Ja, voll. Aber, ich weiß, ich bin voll der Moral, aber ich finde, dass irgendjemand muss dann doch sagen, hey Jungs, du musst doch nicht alles reinschneiden. Die sind nicht alles reinschneiden. Ja, ja, so. Ja, aber plus. Aber jetzt steht einer hinter der Kamera und macht, erzähl mal etwas über Blasen, erzähl mehr. Ja, so. Genau. Ich bin super asozial. Also, habe ich darüber gelacht? Ja, natürlich. Aber sollte es das geben? Nein. Ich find, das jetzt schon einer haben, der sagt, vielleicht ein bisschen weniger über das. Aber, ja. Aber es ist genau das Gegenteil. Das Spiel, ist so gesehen, dass irgendwie, du bist jetzt sie und du sagst jetzt wirklich nur... Etwas super Normales. Ja, so, sag es mal noch was. Ich find Liebe schön. Ah ja? Erzähl mal, warum findest du Liebe schön? Ja, weil sich zwei Seelen vereinen. Okay, beschreib mal das Verein ein bisschen. Ja, es ist so ein bisschen sexuell, aber ich will nicht mehr darüber erzählen. Ja, was heisst ein bisschen sexuell? Musst du das schon beschreiben? Ja, es ist halt schon ein bisschen ein Lümmel im Spiel. Das ist mein Innenversetzen in eine 18-jährige Frau. Frank Hefen. Warum hast du gesagt? Hast du den Lümmel noch ein bisschen beschrieben? Er sagt, wie alt ist der Lümmel? Ja. Er sagt, es ist ein kleiner Lümmel oder ein kleiner Lümmel im Spiel. Je nachdem, was du hören willst. Also, im Schweizer. Oh mein Gott, das ist ein Podcast. Tim, weißt du, wie er ist? Bei RTL, oft so bei so Format, brüchst du, dass jemand brüllt vor der Kamera. Und dann hast du aber das Problem, dass die das irgendwie schon 50 Mal erzählt haben und holt die emotional gar nicht mehr ab, wenn sie erzählen, wie sie früher vom Mann verprügelt worden sind. Und dann sagt der Redakteur von RTL so was wie: Sie haben da was im Auge, können Sie das mal? Ja, und dann können Sie das dann immer slowen in schwarz-weiß und legen irgendwie Enya drüber. Weißt, und du hast das Gefühl, sie sind am Brüllen, dabei kratzt sich nur irgendetwas aus dem Auge. Das ist übrigens der Trick bei so RTL-Format. Das ist gut zu wissen, Mann. Wirklich gut zu wissen. Du hast etwas im Auge, mache ich so. Was aber auch geil ist. Nein, kann ich nicht. Kollegin, die bei RTL auftreten ist, ich weiß nicht mehr was, irgendeine Comedy-Show, ist ihre beste Freundin mitgekommen und im Publikum gesessen. Und danach kriegt sie ein Jahr später, kriegt sie irgendwann so SMS von ein paar Leuten, so, wow, so lustig, hat die gerade im Fernsehen gesehen. Und sie so, was, wie, was? Ja, Mario Barts Weihnachtsshow, bist du voll am Verrecken, voll Lachen. Haben sie einfach noch ein anderes Publikum reingeschnitten? Nein, wirklich? Nein. Sie hat einen schönen Close von jemandem, der im Publikum hockt, etwas lustig findet. Hast du eh alle recht abgetreten, im Moment, wo du dort hockst? Ja, schneid mal rein bei Mario Barts Weihnachtsshow. Das heisst, ich weiss jetzt seither, dass ich zum Teil Menschen mega Unrecht tue, wenn ich irgendeine Sendung sehe und ich sehe Leute im Publikum lachen und ich so denke, es kann nicht sein, dass es so lustig ist. Wahrscheinlich sind die bei etwas völlig anderem gesehen. Scheiße, okay, ja, das ist nicht gewusst. So, also, es klingt verdammt nachvollziehbar, dass sie das genauso machen, aber nicht die Zeit eigentlich. Stell dir vor, du sagst so, ja, ich kann nicht, ich bin krank. Dann sagst du, nein, du bist bei Mario Barth gewesen. Ich habe es ja gesehen im Fernsehen. Ja, ja, ja. Hey, dein Chef, ich habe gemeint, du bist krank geschrieben. Ja. So, Alter. Ich meine, findest du Mario Barth nicht lustig? Du erzählst nicht, ich erzähl's nicht. Das heißt, deine Freundin kommt zu einem Comedian. Hast du mal die Show gesehen mit dem Mario Barth? Jetzt Bart, Pocher und wie heißt der kleine Dick? Darf er das? Kann er das? Chris Kristall. Ja. Die haben jetzt zusammen eine Show. Das tun noch. RTL. Also was? Und, wie? Stand-up-Show? Aber haben sie die noch? Nein. Oder haben sie das nicht schon wieder? Die immer noch läuft. Aber sie haben sicher irgendwie 4-5 Ausgaben gehabt von der, wo sie sich gegenseitig bei so Spielen bekämpfen. Ein mega neues Konzept. Ja, mega, mega. Noch nie gesehen. Und dann immer so mit zwischengeschnittenen Lachen und so. Weißt du, jetzt muss ja irgendwie einer sitzt halt immer am Clipboard und muss irgendwie drücken, dass das Lachen kommt. Immer das Gleiche. Genau. Ja, nein, das ist im ultimativen Live-Battle, wie heißt es? Der König der Kindsköpfe. König der Kindsköpfe, genau. Aber ist dann der Ding nicht da? Der 90er-Jahre-Comedian, wie heißt der?
wie heißt das hier, Mann? Der andere, der Luke Mockridge, doch auch so, wird doch auch voll reinpassen, nicht? Ja, aber im Fall, mit der macht sein eigenes Ding. Ja, und ich muss meine Meinung über den Luke Mockridge revidieren. Super netter Typ. Super geiler Typ. Mhm. Ich habe jetzt diverse Podcasts gehört von dem und so. Und comedy-mäßig finde ich alles recht mies, was er macht, aber er hat pure geile Selbstironie. Ist er dort damals beim Böhmermann auftreten, obwohl er gewusst hat, dass der Böhmermann ihn hasst. Okay, und dann haben sie ihn einfach mutig, so am Klavier reingeholt und er hat einen Song gespielt. Okay. Und der hat einfach, also der Retour selbst reflektiert und sagt auch so, dass er irgendwie das Zeug, das er macht, das sei jetzt nicht das, was er comedy-technisch anwählt und für gewisses schämen sich auch von früher und so. Okay. Und, das gehört aber zum guten Ton. Meinst du? Ja, also... Hast du jeden Poche irgendwie so selbstreflektiert gehört? Ich finde mich geil. Nein, aber der hat ja natürlich eine andere Strategie. Aber das gehört so dazu, also eben, dass wenn du ein bisschen reflektiert bist, dass du dann schon sagst, ich schäme mich für Sachen von früher. Ne? Weil also mir geht es so. Ich schäme mich für so viel zu dir. Oh ja, so. Definitiv. Ich schäme mich für die letzten 15 Minuten. Ja, ja, yeah, also. Schäme mich für alles, was die letzte Stunde. Alter. Das ist jetzt die Gegenwart, nehme ich da absolut von uns. Die ist noch viel schlimmer. Du musst das nachher noch los und zusammenschneiden. Ja, nein, stell dir vor, wir müssen genau ein Jahr später, wir müssen uns noch mal treffen und einfach den Podcast zusammen schauen. Das wäre so. Ja, dann hast du so ein React-To. Ja. Weißt, das ist auch noch gut. Ja. Charlie, schau mal, wie du noch ausgesehen hast. Hey, sind wir lustige Jungs? Sind wir lustig? Wobei so mir völlig erschreckt. Weißt du, Bilder, die irgendwie vor 5 Jahren her sind, oder so die ersten Auftritte im Balz, du bist viel dicker gesehen. Ja, voll. Stimmt. Und ja, Charlie hat so ein halbes Jahr hat er eine Phase gehabt, wo er das Gefühl hat, er ist der coole Skater-Anzug-Dude. Weißt du, so mit dem schiefen Hemd, weißt du, wo du extra so einen Knopf falsch zusammenknüpfst. Du Schlawiner. Und die Krawatte so schräg. Eine Krawatte. Die Krawatte so schräg hängen lassen. Hey, wir haben alle unsere Fehler gemacht, okay? Da kommen die zu. Das heisst nicht, dass ich mir das jetzt nicht schön. Ist das bei Helvetia Secret gewesen, wo du am Schluss T-Shirt abgezogen hast bei der Premiere? Nein, das ist das. Ja, da habe ich nur. Und was ist das gewesen? Der Job bringt er nicht. Nein, aber ich weiss einfach noch, weil dort habe ich noch für Glanz und Gloria geschafft und am nächsten Tag sind zurückgekommen und hat gesagt, ja, also der Charles, der hat im Fall einen fantastischen Body. Ich so, wie ist das schon gewesen? Ja, weiss nicht mehr, aber der einfach durchtrainiert. Also mit dem müssen wir mal etwas machen und so. Oha, du bist nicht nachher, kurz darauf ab, bist du im Iglu gewesen, oder? So einfach geil. Aber es macht keinen Sinn, weil im Iglu musst du ja recht viel anhaben. Ja, ich weiss auch nicht, aber das ist einfach so oben. Alle Verkaufsargumente. Wobei doch, ich weiss noch, was Kais hat. So, und jetzt kommt die große Wellness-Szene. Wir brauchen nur den Charles für die. Wir filmen jetzt, wie ein Whirlpool steigt. Weißt du, das ist so schlimm gewesen. Die haben doch, glaube ich, sogar Wellness-Szene machen, wie man im... Ja, haben wir ja nicht wollen. Wir haben die ganze Zeit gefragt, ja, können wir nicht schon im Wasser drin sein? Nein. Nein, wir müssen reinsteigen. Wer hat das gefilmt? Geil. Der Dings, der Michi. Karl? Nein, der Michi ist der Redakteur gewesen. Ja. Und der... Der Kameramann ist doch... Der Kini hat gefilmt. Nein, den Joke bringe ich nicht mehr. Das ist schon über die Zug genommen. Nein, der ist so gut gewesen. Ja, ist das der mit der Nagelpistole oder was? Ja, genau, ja, da habe ich auch eine Verletzung gezeigt. Eben, wir haben alle unsere Fehler gemacht. Ich weiss noch, am Anfang der Comedy-Szene habe ich einen Bericht gelesen von Geschäftsleuten, je nach Farbe, was du anhast, nehmen die Leute ernster oder nicht? Das Zanetti-Prinzip. Ja, genau. Und irgendwie, wenn du, weißt du, gelb nehmen sie nicht so ernst, kommst du so wie ein Spasti über, schwarz ist dominant, blau ist eher so neutral, aber unschuldig, weiß ist klassisch. Ja. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich muss Hemd anlegen, je nach Publikum. Wie ich zum Teil ausgesehen habe. Nein. Ja, Farben kombiniert, Krawatte, wie er gesagt hat, Knöpfe, weißt du, offen gelassen. Ein bisschen dominant, aber doch auch ein bisschen farbig. Ja, weißt du, ich meine, so schwarz, aber mit Hemd offen. Weißt du, ich meine, ich bin so der gechillte, ernste. Ja, nein. Wir haben alle unsere Fehler gemacht. Alle. Ja, aber ich kann nie etwas schauen, was ich irgendwie gemacht habe. Tim, ich wüsste sogar, wo. Und zwar... Nein, bitte. Nein, aber nicht. Nein, ich müsste auf meinem Handy suchen. Okay. Die sind definitiv nicht online, hoffe ich. Gut. Aber das ist also nicht auf YouTube. Er hat wieder gewechselt. Er ist wieder bei Blase ist meine Leidenschaft. Nein, das habe ich jetzt nicht. Ihre Eltern müssen sich, weißt du, wie schämen für das? Geil ist, dass der Cyril... Sie gerade enterbt. Ja, gerade! Geil ist, dass der Cyril... irgendwann ist der, ein paar Jahre später, ist der vor ich glaube 20 Minuten oder so, haben sie ihn besucht. Dann schafft er immer noch genau. Nein!
Nein, aber dann habe ich ein anderes Interview gesehen. Hast du das eine, wo er sehr reflektiert, so am Spazieren ist? Ja, und, ja. Ich bin auf dem Berg, aber er schwätzt gleich. Ja, er ist genau gleich, aber er sagt, ich habe Sachen gesagt, die ja, logisch, weil er hat gesagt, ran an die Möpse. Und es hat T-Shirts gegeben von dem und so. Also, ran an die Möpse. Ja, es ist halt schon sehr fies, halt, wenn du es aus dem Kontext rausziehst. Also, gut, was willst du aus dem Kontext rausziehen? Ja. Er hat nicht von Hunden geredet und ist da gesitten. Oder Rollmops. Nein, sicher, aber wie viele haben das schon gesagt im 2008? Wo alles noch crazy war, an einer Schaumparty, wo du 4 Wodka Red Bull gehabt hast. Und dann ist auch für immer im Internet. Also eben, wie gesagt, ich bin der Erste, der es konsumiert hat. Ich bin der Hauptschuldige, Alter. Ich habe mich kaputt gelacht und lache heute noch. Aber es ist einfach sehr hart, wenn etwas für immer bleibt. Also was, jung, wild und sexy, oder? Nein, jung, wild und sexy habe ich richtig schräg gefunden. Ich komme eine Gruppe von Leuten, die einfach irgendwo hergehen und reden nur über das Bumsen. Ja, aber eben, das ist ja genau, wie der Joel es jetzt mit mir gemacht hat. Der Psycho, der Fuchs.